Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. Alhamdulillah, Hamd al-Shakirin. Nahmadu Hamd al-Shakirin. Wa nashkuru Shukra al-Hamidin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ta'ala werde ich inshallah heute über Abu Bakr as-Siddiq sprechen. Und ich werde inshallah jetzt eine Reihe starten, wo ich nochmal, obwohl ich es auch vielleicht vor Jahren mal gemacht habe, aber ich werde wieder über die Sahaba radiallahu anhu sprechen, um die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen. Besonders in dieser harten Zeit, in der Zeit der Fitan, in der Zeit der Shubuhat, in der Zeit der Sekten und Gruppierungen, in der Zeit der Unwissenheit, so wie der Prophet alaihi salatu wassalam gesagt hat, ja, von den Zeichen der Stunde ist, dass Unwissenheit sich verbreitet und dass das Wissen verloren geht. Wissen geht verloren und Unwissenheit, al-Jahl, wird sich etablieren. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir immer und immer wieder zum Koran und zu der Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam rufen, unsere Religion lernen und auch dazu rufen. Na, und ich bitte euch inshallah auch hier den Live vielleicht auch zu teilen oder zu liken oder teilen, damit inshallah mehr Leute reinkommen und mehr Leute mithören, bidnillahi azza wa jal. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt recht leiten, uns das richtige Verständnis geben, das Verständnis über den Koran und der Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verteidigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns vieles gesagt über seine Sahaba, über seine Gefährten. Und der Islam hat uns die Stufe der Sahaba gezeigt und die Stufe des Islam, die Stufe der Sahaba und den Wert der Sahaba und den Stellenwert der Sahaba gezeigt, deutlich gezeigt in der Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam. Und deswegen müssen wir über die Sunna sprechen und deswegen müssen wir die Sahaba radiallahu anhum verteidigen und die Sunna verteidigen und die Menschen aufklären, ja, denn es ist eine Zeit der Fitna. Es ist eine Zeit der Fitna. Und der Prophet a.s. sagte, vor euch sind gewaltige Zeiten der Fitna. Und in einem Hadith sagte der Prophet a.s., in einem Hadith sagte der Prophet a.s., Fitan ka qita' al-layl al-mudlim yusbihu al-mar'u mu'minan wa yumsi kafira. Ja, vor euch liegen Zeiten der Fitna vor. So viele Fitna, so viele Sekten und Gruppierungen und Falschheiten und Lügen über die Religion und Probleme auf dieser Welt. So viele Probleme, sodass ein Mensch morgens früh ein Gläubiger ist und am selben Abend schon kein Muslim mehr ist. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir unsere Religion lernen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch die Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam verteidigen. Und deswegen sagte zum Beispiel einer der Gelehrten, Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, hafidahullah wa shafahullah wa afah, ein Gelehrter aus, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ein Gelehrter aus Ägypten, ein Hadith-Gelehrter, er sagte, die Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam, sie braucht tausende Soldaten, die sie, tausende Soldaten, die sie verteidigen. Tausende Gelehrte, tausende Prediger, tausende Duats, die sie verteidigen. Wegen den Fitnen, in denen wir leben, liebe Geschwister. Wegen der Fitna, in der wir leben. Der Prophet a.s. sagte, dass
Fitten kommen werden, dass die Unwissenheit sich etablieren wird, bevor der Tag der Auferstehung ist. Die Unwissenheit wird sich etablieren und breit machen und festigen, und das Wissen wird weggehen. Ja, subhanallah. Und deswegen, liebe Schwestern, wir wissen auch, der Prophet a.s. sagt im authentischen Hadith, dass eine Zeit kommen wird, an der die Kaaba, die Kaaba in Mekka, liebe Geschwister, kann man sich das vorstellen, schaut, wie viele Millionen Menschen Tawaf um die Kaaba machen, wie viele Milliarden Muslime diese Kaaba lieben und verteidigen würden. Ja, die Moschee von Allah subhanahu wa ta'ala in Mekka. Und trotzdem hat der Prophet a.s. gesagt, dass ein Tag kommen wird, dann wird ein schwarzer Mann von al-Habasha, Dussuwaiqatain, der mit den zwei dünnen Beinen, Dussuwaiqatain ist, yani, er wird die Kaaba Stein für Stein zerlegen. Es wird ein Tag kommen, liebe Geschwister, diese Kaaba, dieses schwarze Haus von Allah subhanahu wa ta'ala, die Kaaba in Mekka, sie wird in Trümmern auseinandergenommen. Subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, und der Prophet a.s. sagte, und der Tag der Auferstehung, der wird nicht kommen, bis Sohn von seinem Sohn, Luka ibn Luka, Käfer, und sein Sohn ist Käfer, und sein Enkelkind ist Käfer, ein Käfer nach dem anderen, und diese Dunya wird nicht gehen, und der Tag der Auferstehung wird nicht kommen, liebe Geschwister, bis nur noch die schlimmsten Menschen auf dieser Erde sind, alle ungläubig, allesamt ungläubig, Generation auf Generation, subhanallah, Ungläubige, und bis das Wort Allah nicht mehr gesagt wird und nicht mehr gekannt wird, das Wort Allah, die schlimmsten Menschen auf dieser Erde werden auf dieser Erde sein, subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, weil wir wissen, wir leben in einer Zeit der Sekten und Gruppierungen und Fitten, ja, kaqita' al-layl al-mudlim, so viele verschiedene Gruppierungen und Sekten und Meinungen und so viele Leute, die zum Höllenfeuer rufen, sei es von den Ungläubigen oder von den Sekten in unserer Religion selber und von den Heuchlern. Und deswegen, barakallahu fikum, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam predigen und lernen und verteidigen. Und zu dieser Sunna gehört, dass wir die Sahaba radiallahu anhum, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kennenlernen, lieben, befolgen und verteidigen. Ja, und deswegen rede ich inshallah heute über Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, über Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Und werde inshallah einige Hadithe, kurz inshallah, nicht viel lange, vielleicht 15 Minuten, ich werde einige Hadithe bringen und Koranverse, wo wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Religion, dass er das in die Hände gegeben hat, ja. Dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion in die Hände gegeben hat von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und er hat ausgesucht den Propheten Allahs und diese Sahaba, Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali. Diese Sahaba hat der Prophet hat Allah ausgesucht für seine Religion, die seine Religion beschützen, die seine Religion aufschreiben, Al-Wahi, ja, die Offenbarung von Koran und Sunna, die ihre Religion, die den Propheten a.s. verteidigen mit ihrem Leben und mit ihrem Geld, ja. Und deswegen, barakallahu fikum, einige Verse und Hadithe über Abu Bakr as-Siddiq, um die Rangstufe, um den Stellenwert des Sahaba kennenzulernen. Erstmal, liebe Geschwister, im Allgemeinen, die Sahaba radiallahu anhum, sie sind Udul, ja, sie sind vertrauenswürdig, sie werden eingestuft als Vertrauenswürdige, und sie sind eingestuft als Leute, die im Paradies sind, den Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies gegeben hat und die Allah subhanahu wa ta'ala gelobt hat über den siebten Himmel. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sahaba radiallahu anhu gelobt im Koran. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانِ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala lobt die Sahaba radiallahu anhum.
Allah subhanahu wa ta'ala lobt die Sahaba und liebt die Sahaba azza wa jal, liebt die Sahaba und hat ihnen das Paradies versprochen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah Tauba, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen, die ausgewandert sind von Mekka nach Medina, die Muhajirin und die Ansar, die sie aufgenommen haben und ihnen geholfen haben von den Sahaba aus Medina, er ist mit ihnen zufrieden und er hat ihnen das Paradies versprochen. So sagt das Allah im Koran. Ja? Allgemein über die Sahaba. Allgemein über die Sahaba, radiallahu anhu, sagte der Prophet, a.s.w. La tasubbu ashabi, beleidigt nicht meine Gefährten. Schaut, subhanallah, schaut, damit man die Religion kennt, damit man weiß, wer ist der Wahrhaftige in dieser Religion und wer sind die Lügner, wer sind diejenigen, die weit weg sind von der Religion. Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, sagt im authentischen Hadith, La tasubbu ashabi, beleidigt nicht meine Gefährten. Wer waren seine Gefährten? Wer waren seine Gefährten? War es nicht Abu Bakr? War es nicht Umar? War es nicht Uthman? War es nicht Ali? Und so weiter? Waren die das nicht? Wallahi, sie waren es. Wallahi, sie waren es. Und subhanallah, sogar das ganze Leben von Muhammad a.s., er war mit Abu Bakr. Er war mit Abu Bakr. Vor dem Islam sogar. Vor dem Islam war er sein Freund. Und nach dem Islam war das sein Freund bis zum letzten Atemzug. Bis zum letzten Tag war das sein bester Freund. Subhanallah. Der Prophet a.s. sagte, La tasubbu ashabi, beleidigt nicht meine Gefährten. Fawalladhi nafsi biyadihi, wallahi. Der Prophet a.s. sagt, und alle Hadithe, die ich sage, sind authentisch. Ja? Alle nur authentische Hadithe. Ich schwöre bei Allah, der Prophet a.s. sagte, ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben ist. Ich schwöre bei Allah, wenn einer von euch, irgendein Mensch, den Berg von Uhud an Gold spenden würde. Der Berg von Uhud, ich weiß nicht wie viele, 18 Kilometer oder wie lang der ist. Ja? Dieser riesige Berg, diesen kompletten Berg an Gold spenden würde, das würde noch nicht mal den Wert haben, als wenn ein Sahabi eine Handvoll Gold spenden würde und nicht mal die Hälfte davon. Subhanallah. Das ist der Wert der Sahaba radiallahu anhum. Der Prophet a.s. sagte, die Sahaba zu lieben, die Ansar zu lieben, das sind ja seine Gefährten, sie zu lieben ist ein Zeichen von Glaube und sie zu verabscheuen ist ein Zeichen von Nifaq. Jetzt schaut mal, wer sind die, die sie lieben? Wer ist es, der die Sahaba liebt? Und wer ist es, der die Sahaba hasst und verabscheut und sie beleidigt und verflucht? Dann weiß man die Religion, dann weiß man die Wahrheit, subhanallah. Und wer es nicht weiß, ja, Allah azza wa jalla leitet recht, wie er will, und er lässt in die Irre gehen, wer will. Warum? Weil Allah azza wa jalla weiß, was in den Herzen ist. Wenn Allah weiß, es gibt manche Leute, und wenn du ihnen Yawm al-Qiyamah bringst und die Hölle bringst vor den Augen, sie werden trotzdem nicht glauben. Und deswegen Allah azza wa jalla lässt sie in die Irre gehen. Weil Allah weiß, was in ihren Herzen ist. Sie würden sowieso nicht glauben. Und deswegen sagt das auch Allah im Koran. Im Koran über manche Menschen. Es gibt Menschen, selbst wenn sie sterben würden und sie würden den Tag der Auferstehung erleben, sie würden Jannah und Jahannam sehen und sie würden zurückkommen auf diese Erde, sie würden trotzdem zurückkehren zu ihrem Kufr und Schirk. Ja? Sie würden zurückkehren zu ihren Sünden. Und deswegen, liebe Schwester, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala leitet recht, wenn er will. Aber die Wahrheit ist, so wie der Prophet alayhi salatu wasalam sagte, ich habe euch die Wahrheit hinterlassen, كما حجت البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Ich habe euch die Wahrheit hinterlassen, sie ist klar wie die Sonne im Himmel, die ist klar, weiß und schwarz. Yani, die ist nicht zu verfehlen, subhanallah. Und deswegen, liebe Schwester, der Prophet a.s., schaut mal, Ali radiallahu anhu, was hat Ali radiallahu anhu selber überliefert, authentisch überliefert bei Ibn Majah, und ich glaube sogar bei Tirmidhi, aber auf jeden Fall bei Ibn Majah authentisch überliefert, und Sahih al-Albani, rahmatullahi alayhi, Ali radiallahu anhu überlieferte, dass der Prophet a.s. sagte, Abu Bakr und Umar, Sayyida kuhuli ahli al-Jannah, Yani,
من الأولين والآخرين ما عدا الأنبياء المرسلين النبيين والمرسلين فلا تخبرهما وهما أحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام شوط من اللي بيشوف السماس علي رضي الله عنه بليفت هات علي هات بليفت يا هبش قارئ جزاكت علي رضي الله عنه بليفت با ابن ماجة حديث بليفت با ابن ماجة إيش كان النخ بوس كان خبلي يا هات بليفت داس تبخوفيت عليه الصلاة والسلام زاكت أبو بكر وعمر داس انتي كهول أهل الجنة داس انتي بست منشن in paradies außer den Propheten und den Gesandten. Ja? Außer den Propheten und Gesandten. Und dann sagt er zu ihm, und sag es ihnen beiden nicht, solange sie leben. Ja? Subhanallah. Und liebe Geschwister, alleine schon, wenn man schaut, Ali radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, wen und seine Kinder, Hassan und Hussein, wie haben sie ihre Kinder genannt? Ihre Kinder hießen Uthman und Umar und Abu Bakr. Subhanallah. Ja? Allah muss sein. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, weiter. Was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt über Abu Bakr al-Siddiq? Er sagte über Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, im authentischen, alle Hadith authentisch, ja? Er sagte über Abu Bakr al-Siddiq in einem Hadith, der Prophet alaihi salatu wasallam, das war am Ende der Zeit von dem Prophet alaihi salatu wasallam, Hajjat al-Wada. Er sagte, es gibt einen Mann, dem hat Allah die Wahl gegeben zwischen dass er auf der Dunya bleibt oder dass er zurückgeht zu Allah. Ja? Dass er auf der Dunya bleibt oder dass er zurückgeht zu Allah. Und er hat entschieden, das, was bei Allah ist. Er hat sich dafür entschieden, zu Allah zurückzukehren. Wisst ihr, was passiert ist? Nichts ist passiert. Außer ein Mann hat angefangen zu weinen. Ein Mann. Abu Bakr Siddiq hat angefangen zu weinen. Und er sagte, O Gesandte Allahs, Nefdik, oh alle Gesandte Allahs, ich gebe mein Leben für dich. Wir geben alles für dich, ja Rasulullah. Die Leute haben das nicht verstanden. Die sagten, hä? Was ist mit Abu Bakr los? Der Prophet hat nur eine Geschichte erzählt, dass einem Mann die Wahl gestellt wurde, zwischen dass er im Diesseits bleibt oder dass er zu Allah zurückkehrt und er hat sich dafür entschieden, zu Allah zurückzukehren. Abu Bakr steht einfach auf und ist am Weinen, ja, und sagte, was ist los mit ihm? Was ist los mit Abu Bakr? Abdullah, bist du dabei oder nicht? Abdullah, bist du dabei oder nicht? Abdullah, bist du hier drin oder nicht? Ja, dann kannst du diese Leute, die Langeweile haben, nicht in ihrem Leben keine Hobbys haben, kannst du bitte einfach stummen oder so? Ja, ich weiß, liest du nicht, was sie da alle schreiben? Die nerven einfach, diese Leute, ja? Die haben einfach, die haben keine Hobbys. Habt ihr nichts zu tun, wenn ich jetzt nicht diesen Stream nicht machen würde? Ich habe 1000 andere Sachen zu tun. 1000. Essen, dies, das, Liegestütze. Ich kann 1000 Sachen machen. Ich weiß, das sind Leute, die haben einfach nichts zu tun in ihrem Leben. Ja? Keine Freunde, keine Ahnung. Khair inshallah, barakallahu fikum. Auf jeden Fall, jazakumullah khairan. Abu Bakr as-Siddiq hat angefangen zu weinen. Die Sahaba, die haben das nicht verstanden. Aber das, was, wisst ihr, was die dann verstanden haben? Die haben verstanden, Abu Bakr as-Siddiq, ja, ist der Einzige, der den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig kannte. Er wusste, dass derjenige, der diese Wahl bekommen hat, das ist der Prophet. Der Prophet hat die Wahl bekommen, auf der Dunya zu bleiben oder zurückzukehren zu Allah und er hat sich entschieden, dass er zu Allah zurückkehrt. Ja, subhanallah. In einem anderen Hadith, liebe Geschwister, von Amr ibn al-As radiallahu anhu, er sagte, ich fragte den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch bei Bukhari, alle authentisch überliefert, ich fragte den Prophet alaihi salatu wasallam, welchen Menschen liebst du am meisten, o Gesandte Allahs? Hört genau zu, liebe Geschwister. Hört nicht diese Shia oder diese ganzen Sekten und kaputten Menschen. Schaut mal, was hat der Prophet gesagt? Wen liebst du am allermeisten, o Gesandte Allahs? Er sagte, Aisha radiallahu anha. Nummer eins auf der ganzen Erde, die jetzt gerade leben. Er sagte, ich liebe Aisha am allermeisten. Seine Frau in Dunya und seine Frau im Paradies. Dann sagte er, nein, ich meine von den Männern. Aber hier haben wir schon einmal einen Stempel.
Ein Stempel, liebe Geschwister, der Prophet, der Liebling von Allah, das Herz, sein Herz, es liebte am allermeisten auf dieser Dunya zu dieser Zeit, als er gelebt hat und diese Frage gestellt wurde, er liebte seine Frau Aisha, radiallahu anha. Und dann sagte er, und von den Männern, er sagte, Abuha, ihr Vater, Abu Bakr Siddiq, ich liebe Abu Bakr Siddiq am allermeisten. Subhanallah. Er sagte, Thumma, man, danach wen? Danach sagte er, Umar. Ja? Und dann fragte er weiter, er sagte, Uthman. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, Shahid min al-Kalam, ohne weiterzugehen, Shahid min al-Kalam, das Wichtigste ist, er sagte von den Männern, er liebt am allermeisten Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ja? Am allermeisten. Er sagte nicht, weil der Sahabi selber, er hat ihn gefragt, weil er dachte vielleicht, ich glaube, er liebt mich am meisten. Warum? Weil der Prophet a.s. hat die Sahaba so behandelt. Er hat jeden so seine Aufmerksamkeit gegeben und mit jedem so geredet, als würde er ihn so sehr lieben und so weiter. Der dachte, er liebt ihn am meisten. Deswegen hat er gefragt. Und dann sagte er auch am Ende vom Hadith, er sagte, Wallah, dann habe ich nicht mehr weitergefragt, weil ich dachte nicht, dass er mich als allerletztes nennt. Ja? Aber er dachte am Anfang, dass er ihn am meisten liebt. Auf jeden Fall. In einem anderen Hadith, liebe Geschwister, sagte der Prophet, es gibt keiner, der mir so viel genützt hat und geholfen hat, wie das Geld von Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq war ein Geschäftsmann und er hat viel ausgegeben für die Da'wah, für den Islam und für die Da'wah des Propheten. Und er sagte, kein Geld hat mir so sehr Nutzen gebracht, wie das Geld von Abu Bakr. Ja? Und er sagte in einem anderen Hadith, und jeder, der mir was Gutes getan hat, ich habe es ihm zurückgegeben. Ja? Ich habe ihm es zurückgezahlt. Außer Abu Bakr, bei dem ich schaffe das nicht. Deswegen wird er das Yawm al-Qiyamah bekommen. Einmal, liebe Geschwister, damit wir noch sehen, dass die Sahaba, die waren normale Menschen. Ja? Die waren keine Engel, die waren Menschen, die haben auch Fehler gemacht. Kullu bani Adam khatta, jeder Sohn Adams macht Fehler, darunter gehören auch Sahaba. Darunter gehören auch Abu Bakr und Umar radiallahu anhum und Ali und Fatima und alle Sahaba radiallahu anhum machen Fehler. Ja? Aber sie sind die besten Menschen auf der Erde nach allen Propheten und Gesandten. Der Prophet alayhi salatu salam, es gab einen Streit zwischen wen? Zwischen Abu Bakr und Umar. Zwischen Abu Bakr und Umar. Sie haben sich gestritten. Warum? Weil sie waren Menschen. Das sagt man auch, sie waren Menschen. Ja. Und Abu Bakr ist zu Umar gegangen, sich zu entschuldigen. Umar hat seine Entschuldigung nicht angenommen. Dann ist er zum Prophet alayhi salatu salam gegangen. Und er sagte, ja Rasulullah, ich bin zu Umar gegangen, ich habe ihn um Verzeihung gebeten, wir haben uns gestritten, wir haben uns um Verzeihung gebeten, er wollte nicht. Umar ist zu Abu Bakr gegangen, hat ihn nicht gefunden, ist zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und sah dann, dass Abu Bakr dort ist. Umar ist dann gekommen zum Prophet alaihi salatu wasallam und er sah, dass Abu Bakr schon da ist. Der Prophet alaihi salatu wasallam, ihmarra wajuhu tama'ar. Oder ich glaube, eine andere Überlieferung, Tamaghar. Yani, der ist rot angelaufen. Der ist sauer geworden. Der ist so sauer geworden, dass Abu Bakr sich Sorgen gemacht hat um den Prophet a.s. Er ist runtergegangen, so, der sagt, hey, oh Rasulullah, ganz ehrlich, khalas, ich habe die Fehler gemacht. Die Fehler waren von mir. Ich war der den Fehler gemacht hatte. Ist gut, alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, ja Rasulullah. Weil er hat gesehen, der Prophet a.s. ist richtig sauer geworden. Und dann, er hat gar nicht die Sache quasi kontrolliert oder sonst irgendwas. Er sagte, lasst ihr mir nicht meinen Freund in Ruhe? Wollt ihr nicht meinen Freund für mich in Ruhe lassen? Als ich zu euch gekommen bin, als Warner, als Prophet, kadhabtumuni wa saddaqani. Ja? Ihr habt mich alle der Lüge bezichtigt. Aber der Abu Bakr, radiallahu anhu, der hat mir tasdiq gemacht. Er hat an meine Botschaft geglaubt. Er hat mich unterstützt. Wollt ihr nicht meinen Freund in Ruhe lassen? Und er sagte über ihn, über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, er sagte, wenn ich einen Khalil nehmen würde, einen Khalil, so wie Khalilullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, Khalil ist engere Freundschaft als eine normale Freundschaft, die engste Freundschaft, die man haben kann. Eine ganz innige, ganz besondere Freundschaft. Eine ganz besondere Liebe zwischen zwei Menschen. Der Prophet a.s. sagte, wenn ich einen Freund, einen Khalil nehmen würde, so wäre es Abu Bakr. Aber ich habe diese Art von Liebe
Diese Khulla habe ich, Allah Azza wa Jalla hat mich als Khalil genommen. So wie er Ibrahim als Khalil genommen hat. Wenn das nicht wäre, so wäre Abu Bakr mein Khalil. Das zeigt den Stellenwert von Abu Bakr, liebe Geschwister. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, er hat alle Schlachten mit dem Prophet a.s. gekämpft. Alle, von der ersten bis zur letzten. Er ist genauso alt geworden wie der Prophet a.s. 63 Jahre. Muhammad s.a.w. ist Amul Fil geboren, ja, von Amul Fil, Elefantenschlacht war quasi. Da ist der Prophet a.s. geboren. Abu Bakr ist 2 Jahre danach geboren. Als der Prophet a.s. gestorben ist, Abu Bakr ist 2 Jahre danach, 2 Jahre war der Khalifa, ein paar Monate, und ist danach 2 Jahre danach gestorben, beide mit 63 gestorben. Und beide nebeneinander begraben. Der Prophet a.s., liebe Geschwister, dieser Mann ist der erste Mann, der den Islam angenommen hat. Seine rechte Hand vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Eine sehr, sehr wichtige Sache. Eine Frau kam zum Prophet a.s., hat ihm eine Frage gestellt. Und sie sagte dann zu ihm, O Gesandter Allahs, wenn ich diese besondere Frage, die ich habe, wenn ich zurück nach Al-Medina komme, und du bist nicht da, und die hat vielleicht darauf hingedeutet, du bist vielleicht schon tot. Wenn ich komme und du bist nicht da, zu wem soll ich gehen? Der Prophet a.s. sagt im authentischen Hadith, geh zu Abu Bakr. Deswegen sagen die Gelehrten, das ist eine Ishara, ja, ein Zeichen dafür. Geh zu Abu Bakr. Er ist meine rechte Hand, er kommt nach mir. Ja. Wenn ich nicht da bin, geh zu Abu Bakr. Als der Prophet a.s. gestorben ist, bevor er gestorben ist und krank war, wer hat vorgebetet vor den Muslimin? Wer hat vorgebetet? Hat Omar vorgebetet? Nein, wallahi nicht. Uthman, Khalid ibn al-Walid, Ali radiallahu anhu? Nein. Abu Bakr hat vorgebetet. Und er hat so viel geweint, weil er so ein weiches Herz hatte, hat er so viel geweint, dass man ihn manchmal nicht verstehen konnte. Und selbst seine Tochter Aisha radiallahu anha, sie sagte, O Gesandte Allahs, lass doch einen anderen vorbeten. Abu Bakr hat so ein weiches Herz, er weint so viel, man versteht ihn kaum. Was hat der Prophet gesagt? Ja, weil es ist wichtig, dass man den versteht. Er sagte, keine außer Abu Bakr. Keine außer Abu Bakr, subhanallah. Subhanallah. Und Abu Bakr Siddiq, der war ja auch ein Geschäftsmann und reich und hat viel für die Da'wah gemacht. Schaut, liebe Geschwister, was er auf seinem Konto hat. Was er auf seinem Konto hat, subhanallah, als die Da'wah angefangen hat. Er hat viel Da'wah gemacht. Schaut mal nur die Ashra, der erste von den 10, die Freikarte für das Paradies bekommen haben. Der erste. Da sind ja noch 9. Von diesen 9, 5 sind zum Islam gekommen durch ihn, durch Abu Bakr. 5. Subhanallah. Uthman ibn Affan, Uthman ibn Nurayn, der die 2 Töchter vom Prophet a.s. geheiratet hat, ist zum Islam gekommen durch Abu Bakr. Ja. Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn al-Awwam, ja? Abu Ubaid, nicht Abu Ubaida, Talha, radiallahu anhu, ja, die besten Sahaba, die sind zum Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, genau, die sind zum Islam gekommen durch, das sind die besten 10 Menschen, 5 von sind durch ihn zum Islam gekommen. Geschweige denn die anderen. Subhanallah. Und der Prophet, a.s., mit wem hat er die Hijra gemacht, diese gewaltige Hijra, mit wem hat er sie gemacht? Mit Umar? Nein. Mit Uthman? Nein. Mit Ali? Nein. Mit Abu Bakr Siddiq. Der Einzige, der mit ihm gegangen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das festgelegt im Koran. In Surat Tauba, wo Allah subhanahu wa ta'ala darüber sagt, wie fängt der Vers nochmal an? Barakallahu fikum. Wie fängt nochmal der Vers an? In Surat Tauba. Na, ich weiß jetzt, in der Mitte vom Vers weiß ich, aber ich will von dem Anfang, ja? إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ja? Das ist, aber ich wollte vom Anfang an anfangen. Ja?
wo Allah subhanahu wa ta'ala über diese Hijra sagt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr Siddiq, als sie beide in der Höhle waren. Idh yaqulu li sahibihi, als er zu seinem Freund sagte, in der Höhle, während der Hijra, diese gewaltige Hijra des Islam, ja, als er zu seinem Freund sagte, wer war sein Freund in der Höhle? La tahzan, inna Allaha ma'ana. Sei nicht traurig, hab keine Sorgen, Allah ist mit uns. Allah ist mit uns beiden. Ja, Allah ist mit uns beiden. Inna Allaha ma'ana, mit uns beiden, mit wem? Allah ist mit Abu Bakr und Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Höhle. Mit ihnen, nicht dass er in der Höhle ist, sondern mit seinem Wissen und mit seinem Schutz. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn sogar gelobt im Koran. Ja? Das ist ja ein persönlicher Lob von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sein Sahib ist. Und dieser Vers bleibt im Koran und ist im Koran, wird rezitiert bis zum Tage der Auferstehung. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, die Manaqib von Abu Bakr al-Siddiq, wallahi, Leute haben Bücher verfasst, komplettes Buch, ein Band, Bücher verfasst nur über Abu Bakr al-Siddiq. Ja? Der hat die ganzen Schlachten mit dem Prophet a.s. gekämpft. Und als der Prophet a.s. gestorben ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diesen Thabat gegeben. Der Prophet a.s. ist gestorben und der Prophet war, der Abu Bakr al-Siddiq, zu dem Zeitpunkt, war der so ungefähr 1,5 Kilometer, 2 Kilometer von Medina, von dem Prophetenmoschee entfernt. Und dann hat er gehört, dass der Prophet a.s. gestorben ist. Und als er das gehört hat, ist er direkt gekommen zu dem Haus von seiner Tochter, von Aisha radiallahu anha, und ist reingegangen und die Sahaba sind verrückt geworden. Und Umar ibn Khattab hat sein Schwert gezogen und er sagte, Wallahi, der Prophet ist nicht gestorben. Der sagt, der Prophet ist gestorben, ich hau ihm seinen Kopf weg. Ja? Ich mache ihn einen Kopf kürzer. Weil er das nicht annehmen wollte. Ja, weil er ihn so sehr geliebt hat. Er hat es einfach, der ist durchgedreht, sozusagen. Und die Sahaba alle so. Und der Abu Bakr al-Siddiq, obwohl der war groß und der war schlank. Ja, und der hatte eine sehr helle Haut. Ja, er war weiß. Und sein richtiger Name, so wie der Bruder schreibt, ist Abdullah ibn Abi Quhafa. Ja, und er ist auch im achten Grad, trifft er sich mit dem Prophet, also im achten Urgroßopa. Ja. Und als er dann reingekommen ist, liebe Geschwister, und der Prophet a.s. lag da und er war tot, der Abu Bakr al-Siddiq ging rein zu ihm und er hat ihn geküsst hier zwischen den Augen, er hat ihn geküsst und er sagte zu ihm, ja, o Gesandte Allahs, tibta hayyan wa mayyitan, ja, du bist wunderschön, tot und lebendig, du bist wunderschön und bei Allah, du wirst den Tod, den du gespürt hast, du wirst ihn nicht wieder spüren. Khalas, das war der Tod. Du hast ihn jetzt einmal gespürt und den wirst du nicht wieder spüren. Und dann ging der raus zu den Sahaba radiallahu anhum und er sagte zu ihnen, man kana ya'budu Muhammadan faqad Muhammadun qad mat wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Derjenige, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam angebetet hat, der soll wissen, Muhammad ist tot. Aber der Allah, den einzigen Schöpfer, anbetet, der soll wissen, dass er lebt und niemals stirbt. Und dann sagte er, und dann hat er diese Verse gelesen, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. In einem anderen Vers, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Und dann hat er diese Verse vorgelesen, als es Umar gehört hat, der sagte, wallahi, als hätte ich diese Verse zum ersten Mal gehört. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nichts als ein Gesandter. Wenn er stirbt oder etwa getötet wird, wollt ihr euch dann wiederkehren? Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Sahabi Abu Bakr al-Siddiq, dieser Sahabi, der so ein weiches Herz hatte, hat ihn zu einem Löwen gemacht, der die anderen beruhigt hat, der die anderen gestärkt hat, den Allah Thabat gegeben hat. Und danach hat er, liebe Geschwister, hat man ihm die Bay'a gegeben, dass er der Khalifa ist, so wie es auch Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat und geschrieben hat in seinem, in 50.000 Jahre, bevor er diese Dunya und er diese Dunya erschaffen hat, dass Abu Bakr al-Siddiq der Khalifa von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und er ist der, der es verdient hat.
Und er ist der, der an allererster Stelle kommt, liebe Geschwister, so wie der Prophet a.s.w. es auch in sehr, sehr vielen Hadithen deutlich machte, dass er ihn, der Prophet Muhammad s.a.w. machte deutlich, dass er Abu Bakr Siddiq am allermeisten liebt, wie in dem authentischen Hadith, den wir vorhin genommen haben, dass er ihn am allermeisten liebt von allen Männern, die gelebt haben, an erster Stelle. Und es macht deutlich, dass er seine rechte Hand war, und es wird überliefert, der Prophet a.s.w. ging raus mit Abu Bakr und Umar und kam rein mit Abu Bakr und Umar und er saß mit Abu Bakr und Umar und er ging mit Abu Bakr und Umar, alles mit Abu Bakr und Umar, seine rechte Hand und seine linke Hand. Ja, und es sind die besten Menschen, liebe Geschwister. Und deswegen, Barakallahu fikum, ist es wichtig für uns, dass wir die Sira des Propheten a.s.w. lernen, dass wir die Sahaba radiallahu anhum lernen und kennenlernen und lieben und verteidigen und zu ihrem Weg rufen. Und sie sind es, die uns die Religion gebracht haben. Sie sind es, die den Wahi, den Koran aufgeschrieben haben. Der Prophet a.s.w. sagte über Abu Bakr Siddiq, jetzt alle Türen, es gab ja Türen, die sind ja, man konnte die Tür aufmachen, dann warst du in der Prophetenmoschee. Er sagte, alle Türen werden verschlossen. Mit einer Ausnahme, die einzige Ausnahme ist die Tür von Abu Bakr Siddiq. Es ist die einzige Tür, die offen bleibt, dass er seine Haustür aufmacht und er ist in der Moschee drin, die Moschee von Medina. Ja, alle werden zugemacht, außer die Tür von Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, liebe Geschwister, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Koran, in der Sunna des Propheten a.s.w. und in jedem Herzen eines Muslims. In jedem Herzen eines Muslims. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen ausgesucht hat. Es wird authentisch überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala in die Herzen der Menschen geschaut hat. Famaqatahum, er hat sie verabscheut. Und er hat wen ausgesucht? Er hat ausgesucht das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ihn ausgesucht, dass er sein Prophet ist. Und er hat die von den Menschen, die auf der Erde gelebt haben, die Sahaba radiallahu anhum, ausgesucht, dass sie seine Gefährten sind, seine Beschützer sind, dass sie den Wahi, die Offenbarung aufschreiben, dass sie Seite an Seite mit dem Prophet a.s.w. Kämpfen, dass sie seine Beschützer sind, dass sie seine Gefährten sind in der Hijra und im Dschihad und in allen Sachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es auch ausgesucht, dass er sich mit ihnen fest verankert. So hat Abu Bakr radiallahu anhu, hat der Prophet a.s.w. die Tochter von Abu Bakr geheiratet, die Tochter von Umar geheiratet und seine Töchter, zwei Töchter Kulthum und Ruqayya an Uthman verheiratet und seine Tochter Fatima an Ali verheiratet, damit er zeigt, diese vier Menschen, diese vier Khulafa al-Rashidin, die vier rechtgeleiteten Kalifen, ihren Stellenwert im Islam, dass er sich mit ihnen vereint hat und eine Familie gegründet hat und verheiratet hat und mit ihnen sogar Kinder bekommen hat, wie zum Beispiel yani Kinder bekommen hat oder Nachfahren bekommen hat, wie zum Beispiel mit Fatima, wie die Tochter Fatima radiallahu anha mit Ali radiallahu anhu und dass sie geheiratet haben mit diesen Sahaba radiallahu anhum, damit er yani diese enge Beziehung zu diesen Sahaba auch deutlich macht, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe vergrößern in unseren Herzen für die Sahaba und dass wir die Sahaba verteidigen und die Frauen des Propheten a.s.w. allesamt verteidigen. Und der Prophet a.s.w. sagte, der Prophet a.s.w. sagte, ich habe euch zwei Sachen hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Kitabullah wa sunnati wa sunnat al-khulafa al-rashidin al-mahdiin min ba'di addu alayha bin nawajid. Ja, ich habe euch etwas hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Den Koran und die Sunna des Propheten a.s.w. und die Sunna der vier rechtgeleiteten Kalifen Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali. Beißt darauf mit euren Backenzähnen. Beißt darauf. Ja, beißt darauf, dass ihr inshallah auf dem Weg bleibt ins Paradies. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, uns das richtige Verständnis geben. Und der Bruder hier schreibt, Bruder, was mit dem Hadith mit Ahlul Bayt? Der Prophet a.s. hat uns Tawsiyah gegeben. Ja, Tawsiyah, Al-Wasiyah gegeben. Dass wir mit Ahlul Bayt, dass man ihnen ihre Position ehrt. Ihre Position ehrt, dass man sie ehrt, dass man ihnen kein Unrecht tut und so weiter und so fort. Und das haben sie im Islam. Deswegen die Sahaba radiallahu anhum oder der im Islam im Allgemeinen und Ahlul Sunnah, wie zum Beispiel bei Imam al-Bukhari, gibt es kein Kapitel extra über Ahlul Bayt.
Ja, Fadail Ahlul Bayt, ja, Ahlul Bayt, die Familie des Propheten alayhi salatu salam, ja, ist natürlich bei uns, hat einen hohen Stellenwert, weil sie im Islam einen hohen Stellenwert hat. Ja. Und deswegen haben die Gelehrten auch dazu vieles geschrieben und überliefert. Ja. Und wir lieben Ahlul Bayt, wir lieben Fatima radiallahu anha, wir lieben Khadija, wir lieben Hassan und Hussein und allgemein auch die Frauen des Propheten alayhi salatu salam, die Frauen des Propheten alayhi salatu salam. Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Und es gibt viele Gelehrte, die sagen, auch die Frauen wie Aisha und Hafsa und so weiter, dass sie auch, weil die sind ja alle Ummahat al-Mu'minin, wie Allah sagt im Koran. Aber es gibt viele Gelehrte, die sagen, die sind auch Ahlul Bayt. Ja? Na, und Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakum noch khairan alhamdulillahi rabbil alamin. Ich wünsche, du würdest zum Herrn Jesus der Bibel kommen. Nee. Ich liebe Jesus als Propheten und ich folge Jesus und ich folge Jesus, glaube ich, mehr als du. Ja, ganz gewiss, weil Jesus ist nicht unser, ist kein Gott. Jesus ist ein Prophet Gottes. Und Jesus hat niemals gesagt, betet mich an. Ja, Jesus hat niemals gesagt, betet mich an. Aber betet an den, der oben im Himmel. Ja, das hat Jesus gesagt und er hat es gemacht. Und in deiner Bibel steht, dass Jesus auf seine Stirn runtergegangen ist und gebetet hat. Zu wem hat er gebetet? Wenn er selber Gott ist, hat er sich selber angebetet? Macht keinen Sinn. Er hat Allah, Gott, angebetet. Ja. Ja, er hat Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Und er wurde gefragt, wann ist die Stunde? Er sagt, ich weiß nicht, wann die Stunde ist, aber der Vater im Himmel weiß es. Ja. Gott ist allwissend. Wie kann es sein, dass er nicht weiß, wann die Stunde ist? Ja. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Ich habe einfach das Gebet verpasst. Ja. Wenn man eine beneidet, spürt man das, weil manchmal habe ich das Gefühl, man spürt es. Wallahu a'lam. Ja, ich bin erkältet. Was ist der Titel al-Mu'minin? Ummahat al-Mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran. Allah sagt im Koran, wa azwajuhu ummahatukum. Ja? Und die Frauen des Propheten sind eure Mütter, die Mütter der Gläubigen. Ja? Alle Frauen des Propheten, alayhi salatu wasalam, sind die Mütter der Gläubigen. Und das ist ein Titel, den Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat im Koran. Im Koran. Ich glaube in Surat al-Ahzab, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja, und genauso aus diesem Grund ist es egal, ob du Christ oder Muslim bist. Wir sind alle. Nein, das ist nicht egal. Das ist nicht egal. Nee. Das würde ja keinen Sinn machen. Warum soll Gott einen neuen Propheten schicken und ein Buch schicken? Ja. Was hat das denn für einen Sinn? Amin, ajma'in, barakallahu fikum. Ja. Bevor der Prophet Mohammed entsandt wurde, dann war das richtig, Jesus zu folgen, Christ zu sein. In dem Sinne Christ zu sein, dass du Jesus folgst und nur Gott anbetest, wärst du auch im Paradies. Aber nachdem Allah einen neuen Propheten geschickt hat, und zwar den letzten Propheten, der schon in dem Alten Testament und Neuen Testament prophezeit wurde, du musst den Islam annehmen. Ja, du musst den letzten Propheten auch akzeptieren und folgen und dem letzten Buch Gottes, sonst wirst du niemals ins Paradies gehen. Sonst wirst du Ewigkeit in der Hölle sein. Und deswegen musst du auch als Christ heute den Islam annehmen. Und Islam bedeutet nur Gottergebenheit. Genauso wie auch Jesus und Moses und alle Propheten und alle Gläubigen Gottergeben waren. Ja? Ja, und deswegen musst du heutzutage, und Allah sagt das im Koran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wahrlich, der Glaube bei Allah ist der Islam. Und derjenige, der eine andere Religion aussucht oder auswählt als den Islam, so wird es von ihm nicht angenommen und er wird zu den Verlierern gehören. Ja? Und Allah sagt auch im Koran, derjenige, der hat Unglaube begangen, derjenige, der sagt, Gott
Allah ist die Dreifaltigkeit. Ja, Gott ist drei. Und Allah sagt im Koran in einem anderen Vers, derjenige hat Unglauben begangen, der sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Gott hat keinen Sohn und braucht keinen Sohn. Gott ist einzigartig. Einzigartig. Er ist nicht wie seine Schöpfung. Und er ähnelt nicht seiner Schöpfung. Ja. Ja, du glaubst an Gott, aber glaubst du an die Propheten, die Gott geschickt hat? An alle, also Antonio jetzt. Glaubst du auch an alle Propheten, die Gott geschickt hat? Wir glauben. Ich glaube an Jesus. Mein jüngerer Bruder heißt Jesus. Ja? Isa. Jesus. Mein anderer Bruder heißt Mohammed. Ich heiße Ibrahim, ja, Abraham. Von den Propheten. Und mein anderer Bruder heißt Musa Mahdi, Moses. Wir glauben an alle Propheten. Glaubst du auch an alle Propheten? Du sagst ja. Glaubst du auch an den Propheten Mohammed, der entsandt wurde? Okay, und glaubst du auch an den Koran, das letzte Buch, was offenbart wurde von Allah, von Gott? Antonio, glaubst du auch an den Koran? Oder überlegst du? An welches Buch glaubst du? Ja, wenn du daran glaubst, schau mal, Antonio, wenn du daran glaubst, dann bist du von deinem Herzen ein Gläubiger, ein Muslim. Und du musst nur das Glaubensbekenntnis sprechen. Das Glaubensbekenntnis sprechen. Warum? Weil du, wenn du daran glaubst, dass Jesus der Prophet Gottes ist, der Gesandte Gottes, einer der fünf besten Menschen, die Gott erschaffen hat, einer der fünf besten Propheten, die Gott erschaffen hat. Ja, du glaubst an Jesus als Prophet, an Mohammed als Prophet, an Moses, Abraham etc. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Du glaubst an alle Bücher. Wir glauben ja auch an alle Bücher, an das Evangelium, an die Tora, so wie es Gott geschrieben hat im Koran. Wir glauben auch daran. Wenn du daran glaubst, das letzte Buch, was Gott geschickt hat, ist der Koran. Und der letzte Prophet ist der Prophet Mohammed. Deswegen, du folgst dem, und das ist der Ruf von Jesus. Weil Jesus hat ja gesagt, in der Bibel hat gesagt, ja, ich werde euch nicht alles sagen, aber nach mir wird noch einer kommen, und auf Hebräisch oder Aramäisch, weiß ich, welche Sprache zur Zeit Jesus gesprochen wurde, entweder Aramäisch oder Hebräisch, auf der Sprache steht das Wort Hamd, ja, oder Hamad von dem Wort Mohammed. Also, die Bezeichnung von Mohammed, dem Prophet Mohammed. Nach mir wird noch ein Prophet kommen. Ja? Und dieser Prophet ist gekommen. Ja? Aramäisch vielleicht, ich war mir unsicher, ehrlich gesagt. Und deswegen, dein Glaube, was du glaubst, ja, wenn du glaubst an diese Sachen, dann musst du eigentlich nur das Glaubensbekenntnis sprechen, weil von deinem Herzen bist du schon gläubig. Ja? Von deinem Herzen bist du eigentlich gläubig. Du kannst nur mit deiner Zunge bestätigen, was in deinem Herzen ist. Weil du glaubst doch, dass es nur einen einzigen gibt, der angebetet wird mit Recht. Ja? Und das ist nämlich Gott, der einzige. Es gibt ja nur einen einzigen Gott. Ja? Und du glaubst an Mohammed, dass er der Gesandte, der letzte Gesandte ist. Und dass Isa, Jesus, der Gesandte ist. Wenn du das ist das Glaubensbekenntnis. Wenn du das sprichst, bist du Muslim. Muslim bedeutet Gott ergeben. Ja? Dass du Gott ergeben bist. Und dass du gläubig bist bei Allah. Wenn du das machst, du folgst dann auch das, was Gott geschickt hat im Koran, weil der Koran ist unverfälscht. Ja? In der jetzigen Bibel, es gibt viele Fehler in der Bibel. Viele, etliche Fehler. Und das brauche ich dir nicht zu sagen. Ich kann dir 100 Videos schicken von Pfarrern und Pastoren und Priestern, die das bestätigen. Ja? Von den Priestern selber. Oder von Christen selber. Ja? Aber der Allah hat danach noch ein Buch geschickt, und zwar den Koran. Und der Koran ist unverfälscht. Unverfälscht. Seit 1400 Jahren bis jetzt, es steht in jedem Koran, egal wo auf dieser Welt, dasselbe. Ja? Du kannst nicht mal einen Koran finden, wo ein Wort anders ist. Egal, ob du den Koran nimmst von heute oder 500 Jahre alt oder 1000, wir haben noch Korane, die 1000 Jahre alt sind, sogar darüber. Ja, in manchen Museen in Saudi-Arabien, in Istanbul und Ägypten etc. Es gibt in einigen Museen gibt es noch
Korane, die so alt sind. Und egal, ob du einen Koran nimmst hier oder in Afrika oder in Asien oder egal wo auf dieser Welt, du wirst keinen einzigen Koran finden, wo etwas anderes steht, als in dem Koran, den du kennst oder den wir alle haben. Ja? Und deswegen, wie gesagt, wenn du daran glaubst, dass der Prophet der letzte Prophet ist und dass der Koran das letzte Buch, was von Gott gekommen ist, und es ist unverfälscht, ja, da steht das wahre Wort Gott unverfälscht seit 1400 Jahren. Ja, genau so ist das. Genau so ist das. Antonio, möchtest du den Islam annehmen? Möchtest du das Glaubensbekenntnis sprechen? Wenn du das tust, Nummer eins, Gott verzeiht dir. Ja, wurde immer wieder angepasst. Manche Leute fügen Sachen hinzu, manche Leute nehmen Sachen weg und das haben die ja damals schon gemacht. Und wann wurde die Bibel genau aufgeschrieben? Ja, es sind sehr, sehr viele Sachen. Also wenn man da reingeht, da kann man auch wieder Stunden darüber reden. Deswegen, möchtest du den Islam annehmen, Antonio? Wenn du das machst, Nummer eins, Gott verzeiht dir alle Sünden, die du gemacht hast. Alle, großen und kleinen Sünden. Du bist komplett rein. Und dann bist du auf dem Weg ins Paradies. Ja. Und das Glaubensbekenntnis beinhaltet nur eine Sache. Ich bezeuge, es gibt keinen, der mit Recht angebetet wird, außer Allah, der einzige Gott. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Jesus sein Gesandter ist. Ja, natürlich zwingen wir keinen. Wir zwingen niemanden. Wir können nur einladen, weil wir das, was wir für uns selber wünschen, wünschen wir uns für unsere Mitmenschen auch. Ja. Und wenn er nicht gesagt hätte, er glaubt an den Koran, er glaubt an den letzten Propheten, hätte ich ihn auch nicht gesagt, er soll das sprechen, weil das, was er, wenn er wirklich daran glaubt von seinem Herzen, das, was er sprechen würde, das Glaubensbekenntnis, ist nur eine Spiegelung von dem, was wirklich in seinem Herzen ist. Ja. Sonst wäre das auch Heuchelei, sondern hätte es auch keinen Sinn. Und Zwang gibt es nicht im Glauben. Ja? Allah sagt im Koran, es gibt keinen Zwang im Glauben. Muss man nicht festlegen. Ich sage dir, wenn du an den Koran glaubst, dann musst du ja auch den Koran erstmal eigentlich lesen und wissen, was da drin steht. Aber ich sage dir schon mal, was zum Beispiel drin steht, weil das eine abrogiert ja die anderen Sachen. Ja? Wenn eine Sache kommt, Gott hat den Koran geschickt und der Koran ist jetzt die unverfälschte Religion, das unverfälschte Wort Gottes, ja? Original. Und Allah hat darin versprochen, ja? Dass er es selbst beschützen wird. Ja? So, und jetzt hast du das und du hast eine Bibel, die davor war, die wahr ist, woran wir ja auch glauben und glauben müssen als Muslime, sonst können wir gar keine Muslime sein, aber die verfälscht ist. Ja, ist doch klar, dass ich dem folge, was jetzt Gott neu geschickt hat und für alle Menschen und für alle Zeiten geschickt hat, weil es wird kein Prophet nach ihm mehr kommen. Ja, so wie auch im Koran steht, der ist der letzte Prophet. Jesus wird zurückkommen, ja, wir glauben fest daran, dass Jesus zurückkommen wird. Weil er noch nicht gestorben ist. Er wurde ja emporgehoben in den Himmel, als man ihn kreuzigen wollte. Wie Allah das sagt, auch im Koran. Ja, und wir glauben daran, wie gesagt. Aber im Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akzeptiert nicht, dass man eine andere Religion hat, als dem Islam. Ja, und Islam bedeutet nur, Gott ergeben zu sein. Ja, Gott ergeben zu sein. Das bedeutet nicht, du bist ein Araber oder Türke oder Somalier, oder, dass du Gott ergeben bist. Dass du Gott ergeben bist, so wie es auch Jesus war und Moses war und Mohammed war und Abraham und Noah und alle Propheten. Ja. Aber natürlich, wie gesagt, wir wollen dich nicht zwingen. Das ist deine Sache und Jesus, der Schöpfer. Ei, ei, ei. Ich will keine große Diskussion jetzt hier mit Christen anfangen, ehrlich gesagt. Allah muss da.
Ist es okay, mit einer Frau zusammen zu sein, die kein Moslem ist? Also der Prophet alaihissalatu wassalam, oder Allah sagt im Koran, ja, dass die Frauen von Juden und Christen euch erlaubt sind. Ja? Also Frauen von Juden und Christen sind erlaubt. Aber da muss man auch schauen, Jani, erstmal ist das in einem islamischen Land oder kein islamischen Land beispielsweise, muss man aufpassen. Und allgemein kann das auch Probleme bringen in der Ehe. Da muss man aufpassen. Also es ist nicht bevorzugt, aber ich glaube auch sogar Omar ibn Khattab radiallahu hat auch davon abgeraten. Ja. Nein, Antonio, wenn Jesus zurückkommt, er wird nicht als Prophet kommen. Ja, er wird nicht als Prophet kommen, weil er wird zurückkommen auf dieser Erde, aber bei uns ist überliefert, er wird zurückkommen. Er wird wieder quasi Frieden stiften auf der Erde, wenn er lebt, er wird auch wieder Frieden stiften, aber er wird ja zu der Ende der Zeit kommen. Und die Gelehrten bei uns sagen, er wird ungefähr 7 Jahre leben, manche sagen ein bisschen mehr. Ja, er wird einfach nur sein Leben zu Ende leben, aber er wird nicht mit einer neuen Botschaft, mit einem neuen Buch kommen. Ja. Warum? Weil Allah hat den Koran herabgesandt als letztes Buch, als letzte Botschaft. Und den Propheten Mohammed, ja, sein Glaubensbruder quasi von Jesus a.s., als letzten Propheten und das letzte Buch. Und deswegen, wenn er zurückkommt, er wird nicht jetzt neue Gesetze bringen, ein neues Buch bringen. Ja, er wird nur sein Leben zu Ende leben. Er wird aber nachdem, das sind ja Glaubensbrüder. Jesus und Mohammed sind Glaubensbrüder. Sie sind Glaubensbrüder und die haben dieselbe Religion. Ja. Und die Botschaft aller Propheten war ja dieselbe. Die Botschaft war dieselbe. Steht auch im Koran. Ja, die haben alle dieselbe Botschaft gebracht. Und zwar, dass man einem Gott dient und gute Taten macht. Beten, fasten, spenden, guten Charakter zu haben, gut zu seiner Familie zu sein, zu seine Eltern zu ehren und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen. Ja. Was hat das zu bedeuten, wenn man vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam träumt? Er hat nicht etwas zu bedeuten. Also es bedeutet nicht, du bist jetzt im Paradies sicher oder du bist der beste Muslim auf dieser Erde oder so. Es kann ein Geschenk sein von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dann von ihm geträumt hast. Ja. Barakallahu fikum. Ja, ich habe schon ein bisschen vorhin ehrlich gesagt. Und dieser kann nicht zum IS, bitte. Ja, geh doch. Die werden dich bestimmt gerne aufnehmen dort. Die mögen solche Leute wie dich. Meinung zu Shia Hamza. Ja, Shia ist eine der allerextremsten, abgeirrtesten Sekten, die es überhaupt gibt. Und Walid Zayn ist genauso. Walid Zayn ist ein extrem abgeirrter, der zu Jahannam ruft. Zur Hölle ruft. Wenn die Hölle will, der soll ihm folgen. Na, wie lernt man? Schwer, weiß nicht. Ja. Nee, ich gar nichts. Findest du, Schiiten sind Kuffar? Viele Schiiten sind Kuffar, ja. Viele Schiiten sind Kuffar, weil viele Schiiten glauben gar nicht an den Koran. Viele Schiiten glauben nicht an den Koran. Die sagen, der Koran ist verfälscht, unvollständig und glauben nicht an den Koran. Ja. Nee, bin ich nicht, Bruder. Barakallahu fik. Amin ebenfalls. Es gibt Schias, die sind Kuffar. 100%, ja. Zum Beispiel der Rawafid. Ja. Ich habe die Frage nicht verstanden, Taifun. Das glaubt 1% der Schia? Nee. Nee, ganz bestimmt nicht 1%. Ja. Barakallahu fikum. Was sind Ahbash? Ahbash ist eine sehr, ja, abgeehrte Sekte im Islam. Kannst du bitte auf die Geschichte von Hadrat Lot eingehen? Auch eine
Hadrat Lot, Lot a.s. ist ein Prophet zur Zeit von Ibrahim a.s., Abraham, der geschickt wurde. Und sein Volk haben zwei Sachen gemacht, Götzendienst, und sie haben extrem viel Homosexualität, also nicht allgemein, sondern Männer mit Männer getrieben. Ja? Und die haben die Frauen gelassen. Ja. Bist du Wahhabi? Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für dich Wahhabi ist, dann bin ich auch Wahhabi. Wenn er nicht Wahhabi ist, dann bin ich auch kein Wahhabi. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten? Sunniten folgen dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Sunna und seiner Sunna, der Lebensart des Propheten, ja, und dem Koran und das, was der Prophet gemacht hat. Und die Schiiten, die sind eine abgeirrte Sekte, die sehr, sehr viele erfundene Sachen haben in ihrer Religion und sehr, sehr weit weg sind vom Islam, die Frauen und Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigen und verfluchen. Und, aber unter ihnen gibt es auch verschiedene Stufen. Ja, manche sind extrem und die Extremen von ihnen sind keine Muslime. Und manche sind weniger schlimm und haben Fehler, aber sind trotzdem Muslime. Möge Allah uns ihr Recht leiten. Was ist mit Desodok passiert? Hast du eine Meinung zu ihm? Ich habe keine Meinung zu ihm und was mit ihm passiert ist. Er ist so, wie Allah und die Nachrichten gesagt haben, zu seinem Schöpfer zurückgekehrt und Allah wird mit ihm richten, möge Allah uns und jeden Muslim vergeben und uns ins Paradies eintreten lassen. Warum soll ich über ihn reden? Ist kein Gelehrter und ich hatte mit ihm nichts zu tun, ich kannte ihn gar nicht, habe ihn vielleicht mein Leben zweimal getroffen. Und Meinung zu Saddam Hussein, inshallah, ist als Muslim gestorben und möge Allah allen Muslimen verzeihen und vergeben. Ja. Kennst du Dhul Qarnayn? Ja. Dhul Qarnayn ist Surat al-Kahf erwähnt. Du hast eine sehr schwache Internetverbindung. Echt? Ja. So Fragen, was arbeitest du, mag ich nicht. Ja. Bist du Marokkaner? Egal. Mir juckt's. Mein Vater hätte mir gar nicht erlaubt, diese Frage zu beantworten. Bist du Marokkaner, bist du Algerier, mein Vater mochte das nicht. Und ich sehe das jetzt nicht so schlimm, man kann ruhig sagen, woher man kommt, aber ich finde das nicht so uninteressant, ehrlich gesagt. Ja, barakallahu fikum. Ja. Dhul Qarnayn ist Kafir? Was? Ei. Stolzer Jeside? Ja, dann sei stolz auf dein Jesidentum. Wenn du vor Allah bist, dann regel das mit Allah subhanahu wa ta'ala. Was du stolz bist, sei stolz, was du willst. Sei stolz, dass du kannst Bäume anbeten oder machen, was du willst. Ja. Was soll ich tun, wenn ich eine Frau draußen sehe, die mir gefällt und ich möchte sie heiraten? Keine Ahnung, versuche ihren Vater zu kontaktieren oder. Ja. Ja. Wenn du kannst. Kontaktiere den Vater. Rede über Paradies. Ehrlich gesagt, ich denke, wir haben jetzt, es ist schon spät. Deswegen, vielleicht gehe ich einfach jetzt raus. Und wie ist dein Glaube, wie ist deine Meinung dazu, dass im Namen des Glaubens Menschen getötet werden? Ich weiß ja nicht, was du genau meinst damit, Antonio, ja. Aber bei uns sehen, also wir im Islam, bei uns im Islam ist es so, dass natürlich im Islam, also der Islam und der Koran, der beinhaltet das ganze Leben, ja. Es ist nicht nur, es ist keine Sache, die zum Beispiel so, dass es getrennt ist. Ah, das ist Religion und das ist der Staat und das ist Politik und so. Nee, im Islam ist alles eins, ja. Und Gott hat alles, Barakallahu fikum, einen Moment. Ah, mashallah. Alayhi salam, salam alaikum, Bruder. Barakallahu fikum und Grüße zurück nach Birmingham und an alle Brüder dort. Barakallahu fikum. Entschuldigung, Antonio, ich komme zu dir zurück wegen der Frage.
Ja, im Islam ist es so, dass der Islam alles beinhaltet, der Koran auch alles beinhaltet. Ja, es ist das System oder im Koran, der umfasst alles. Ja, also Familienrecht, Erbrecht, Krieg, alles Mögliche, was es gibt. Dafür gibt es alles. Gibt es Barakallahu fikum, dafür gibt es alles Gesetze und Regeln etc. Und auch in Bezug auf Krieg. Ja. Und bei uns im Islam ist das nicht so, geh und töte mal einfach Ungläubige, so wie jetzt manchmal die Bildzeitung oder so, ja, einfach mal muss Ungläubige töten. Nein, das ist im Islam nicht so. Ja. Im Gegenteil, im Islam gibt es, wir haben, wenn man auch die Geschichte sieht, ja, dass zum Beispiel jetzt beispielsweise in Ägypten oder in Syrien oder in anderen Ländern, in anderen islamischen Ländern, Muslime Seite an Seite mit Juden oder Christen lebten, über 1300 Jahre, ja, in Frieden lebten auch. Jahrhunderte in Frieden lebten. Und das gibt es bei uns. Und wenn so etwas ist, ja, dass wir auch zum Beispiel auch Nicht-Muslime in unseren Ländern leben und man ihnen zum Beispiel beispielsweise ein Aufenthaltsrecht gibt, ja. Dieses Aufenthaltsrecht, das nennt man bei uns, dass sie jetzt zum Beispiel ein also Dhimmi sind, also das Recht haben, in unserem Land zu leben. Diese Leute, dafür gibt es extra Regeln, wie man sie behandelt und dass sie beschützt werden und dass derjenige, der ihnen Leid tut, ja, oder ihnen irgendwie Unrecht tut, der wird das den Geruch, der Prophet sagte, die Leute, die werden den Geruch vom Paradies nicht mal riechen dürfen. So ein Muslim, der diese Leute tötet oder Unrecht tut etc., das ist eine so sehr, sehr große Warnung. Man darf die haben sehr, sehr viele Rechte, obwohl das Christen sind oder Juden sind etc. Ja, und deswegen muss man das so sehen. Aber im Islam gibt es auch Krieg. Ja, wenn zum Beispiel dann ein nicht-muslimisches Land, beispielsweise jetzt die Amis oder Russland oder was auch immer, die kommen rein in ein islamisches Land und wollen das Land einnehmen oder Öl oder was auch immer, was sie für Pläne haben und für Entschuldigungen die suchen, aber sie kommen und greifen ein islamisches Land an. Natürlich ist dann im Islam so, dass du, wie jedes andere Land auf dieser Erde und jedes Volk, du hast das Recht, dich zu verteidigen, ja. Und diese Art von Verteidigung im Islam nennt man das Dschihad, ja. Tujahid, yani. Du verteidigst, du kämpfst. Ja, du kämpfst, das ist ein bewaffneter Kampf. Und du tötest natürlich diese Leute, die dich gerade töten, die dein Land angreifen. Die kommen ja nicht mit Blumen oder mit Schokolade, die kommen ja mit Bomben und schießen. Und deswegen, das nennt man, einen bewaffneten Kampf. Und dieses Töten ist aber Töten mit Recht, nicht mit Unrecht, ja. Ist nicht das Töten, dass du Menschen zu Unrecht tötest oder einfach so tötest, weil sie ungerecht sind, weil alles in Ordnung ist. Nein, das sind ja Leute, die gerade in dein Land angreifen. So wie sie zum Beispiel gemacht haben im Irak. Ja, oh, Saddam Hussein hat irgendwelche Nuklearwaffen, irgendwelche Sachen erfunden. Und dann kamen sie da rein mit und dann 1 Million Menschen oder 1,5 Millionen Menschen sind gestorben. Ja, und was sollen die Leute dann zugucken und sagen, ja, nee, unsere Religion ist Friede. Nein. Das hat Jesus nicht gesagt. Das hat Mohammed auch nicht gesagt. Ja, Verteidigung. Tiere verteidigen sich sogar. Tiere, die keinen Verstand haben, einfach nur nachdem sie verteidigen sich. Geschweige denn, dass man ein Mensch ist und dass man seine Familie, sein Hab und Gut verteidigt, ist eine menschliche Sache, eine normale, sogar eine tierische Sache. Tiere machen das sogar. Ja. Was soll man machen, wenn Zeiten? Ich hoffe, ich habe deine Frage so einigermaßen beantworten können. Was soll man machen, wenn man, wenn Zeiten schwerer werden und Iman schwächer? Wenn dein Glaube schwächer wird, gibt es wieder Wege, den stärker zu machen. Hör die Vorträge an, geh zum Friedhof, denk nach über den Tod, hör die Vorträge an über das Paradies, über die Hölle, über den Propheten, über die Sahaba, über die Prophetengeschichten. Das stärkt deinen Glauben. Mach gute Taten und versuch weniger Sünden zu machen. Das stärkt deinen Glauben wieder. Versuch dir Nutzen anzueignen und schlechte Freunde, die Party saufen, Drogen nehmen und so, weg von denen, gute Freunde nehmen, die dich erinnern an gute Sachen und über Gutes reden. Ja. Ja, natürlich. Natürlich, viele Leute ziehen die Religion in den Dreck, dadurch, dass sie zum Beispiel dann bestimmte Sachen machen.
Das ist, aber das ist wie gesagt bei uns nicht da. Aber trotzdem kann es auch sein. Es kann sein, dass der ein oder andere Muslim, ja, auf dieser Welt irgendwas macht, was falsch ist. Und er denkt, das ist vom Islam, ja. Aber das ist nicht der Islam. Das ist vielleicht die Unwissenheit von diesen Menschen oder zum Beispiel die Wut dieser Mensch hat. Zum Beispiel jetzt ein Iraker, der hat dort gelebt in Frieden, der war ein Bäcker, der hat seine Brötchen gebacken, der hat seine Frau, seine Kinder. Auf einmal, einfach so kommen die Amis rein. Das ist Frieden, die haben nichts gemacht, der hat niemand Unrecht getan. Da kommen die Amis rein und bombardieren alles, sein Haus ist kaputt, die amerikanischen Soldaten sind ja dort und die haben Power, die haben die besten Waffen. Und gut, die haben ja vielleicht keine Frauen dabei, der vergewaltigen sie, vielleicht seine Tochter oder seine Mutter oder seine Ehefrau und töten vielleicht mal, sie haben sein Leben zerstört. Wenn dieser Typ, ja, wenn dieser Typ beispielsweise, er geht dann irgendwo in den Westen, lässt sich in die Luft jagen, ja, Bahnhof oder im Kindergarten, ja, islamisch gesehen, seine Wut kann man verstehen, ja, dass er sich verteidigt, kann man verstehen in seinem Land, wenn die reinkommen, er soll sich verteidigen. Das ist auch richtig so, egal, ja, egal wo, das ist ja normal. Aber dass er zum Beispiel irgendwo hingeht und sich dann jetzt in, keine Ahnung, in den Kindergarten oder in einen Bus in die Luft jagt und da so Kinder tötet oder keine Ahnung was, das ist islamisch gesehen nicht erlaubt. Ja? Seine Wut kann man verstehen, ja, dass er Rachegefühle hat, kann man verstehen. Ja, man hat ihm sein Leben zerstört, seine Existenz zerstört, etc. Aber das heißt nicht, dass man als Muslim ja machen kann, was man will. Oder dann Unschuldige dann tötet oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, und deswegen, aber es kann sein, dass Leute dann so solche Sachen machen, dass Leute entweder falsches Verständnis haben, in der Religion, kein Wissen haben oder einfach so Rachegefühle haben und dann irgendwelche Sachen machen, die falsch sind und fehlerhaft sind, ja. Ja. Warum sagen die Ahbash, dass wir keine Muslime sind? Ja, weil die Ahbash sind eine Sekte und die haben Eigenschaften von vielen verschiedenen Sekten. Und diese Eigenschaft haben sie von den Khawarij, deswegen sind sie auch auf einem Teil sind sie auch Khawarij, ja. Khawarij, über die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die sind die Hölle, die Hunde des Höllenfeuers. Und ich würde sie bekämpfen, ja. Warum? Weil das sind so Leute, die töten einfach. Die töten Gläubige, die töten einfach und so weiter und so fort. Und diese Ahbash, die beten auch nicht in Mekka, Medina. Bei denen, diese Ahbash, Walid al-Zayn, alle Imame von Mekka, Medina sind alle für ihn Kuffar. Der würde hinter keinem von denen beten. Ja, weil die so sind, die sind einfach kaputt in jeglicher Hinsicht. Bitte Meinung über Iran, das islamische Regime dort. Also das Regime in Iran ist nicht islamisch. Iran, das Regime dort ist absolut nicht islamisch. Sie sind eine kaputte Regierung und kaputte Religion, was sie dort haben. Ja, die haben mit dem Islam gar nichts am Hut. Ich bin Christ, aber mit vielen Muslimen aufgewachsen, deshalb verschwimmen Grenzen für mich. Ganz ehrlich, Antonio, ich wünsche dir wirklich, ich wünsche dir von Herzen, dass du den Islam annimmst. Egal, heute, morgen, Hauptsache zu deinen Lebzeiten. Keiner weiß von uns, wann seine Seele abberufen wird. Aber ich wünsche dir, dass Gott dich dazu rechtleitet, dass du den Islam annimmst, damit du ins Paradies kommst. Ja. Weil der Prophet a.s. sagte, es gibt keinen Juden oder Christen, der von mir hört und dann mir nicht folgt, außer dass er in der Hölle sein wird. Ja? Und Allah sagt im Koran auch, die einzige Religion, die angenommen wird bei Allah, ist der Islam. Wer eine andere Religion wählt, so wird sie von Allah nicht angenommen und er wird zu den Verlierern gehören. Ja. Ja. Deswegen, ich wünsche dir von Herzen, dass du den Islam annimmst und dass du ein gläubiger Mensch wirst und dass du auch ins Paradies kommst. Ja, das wirst du auch finden. Weißt du, aber guck mal, der Prophet sagte, jeder Sohn Adams macht Fehler. Ja, du wirst, guck mal, ich sag dir selber, ich bin Muslim, ich mache selber viele Fehler und ich mache auch Sünden. Und jeder Muslim auf dieser Erde macht Fehler und Sünden. Ja, aber die Religion ist perfekt. Der Islam ist absolut perfekt. Da gibt's nichts, da findest du nichts. Nichts, nichts, nicht mal ein Gramm. Ja, der Islam ist absolut perfekt. Warum? Weil das ist die Religion von dem Perfekten. Einen perfekten Schöpfer, ja? Ja. Ab wann darf man Isha beten, wenn der Schefaqul Ahmar vorbei ist, dieser rötliche im Himmel?
Moment, also Isabel sagt, Moment, im Koran steht, dass Juden und Christen sich nicht fürchten müssen. Ja, das steht im Koran in dem zweiten Kapitel, die Kuh, steht das. Aber das ist nicht für die Christen und Juden, die jetzt gerade leben, sondern die, die gelebt haben zu der Zeit. Ja, diejenigen, die zur Zeit von Jesus gefolgt sind, mit der wahren Botschaft von Jesus, einen Gott anzubeten. Und vor Jesus, bevor es Jesus gab, die Juden, die an Moses geglaubt haben und Moses gefolgt sind, an einen Gott geglaubt haben und nur einen Schöpfer angebetet haben. Diese Juden und diese Christen sind im Paradies. Das hat uns auch der Prophet Mohammed a.s. gesagt, dass Moses wird kommen am Tage der Auferstehung und er wird eine riesige Gruppe an Menschen haben. Also richtig, Allahu a'lam, Zahlen weiß man nicht, aber vielleicht 100.000 oder Millionen Gefolgsleute, ja, die mit ihm ins Paradies gehen werden, aber nicht jetzt. Ja, jetzt, der Prophet, Gott hat ja einen neuen Propheten geschickt mit einem neuen Buch. Und deswegen musst du es glauben. Ansonsten, wenn du jetzt heute lebst und du weißt von der Botschaft von Mohammed, dass ein neuer Prophet geschickt wurde und ein neues Buch und du lehnst es ab, dann hast du Allahs Botschaft abgelehnt. Und dann wirst du nicht ins Paradies kommen. Du wirst für Ewigkeit in der Hölle bleiben, möge Allah uns davor bewahren. Deswegen wünsche ich das mir und diesem Antonio und jedem eigentlich. Ja. Darf man bis Fajr Isha beten? Manche Gelehrte sagen ja, manche sagen nur Mitte der Nacht. Ja. Damals dachte ich auch, dass die nach ihrer Religion festhalten. Ja, die damals gelebt haben, ja. Was meinst du zum Thema Ruqya? Der Prophet a.s. sagt im authentischen Hadith, Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet sagt, befahl mir, Ruqya zu machen, gegen Al-Ain, gegen diesen böse Auge, Ruqya zu machen. Ja. An Astarqiya min Al-Ain. Haben die Propheten auch Sünden gemacht? Die Propheten haben allesamt keine großen Sünden gemacht. Es gibt keine Propheten. Die Propheten haben keine Sünden oder Schändlichkeiten gemacht. Alkohol trinken, Zina, solche Sachen, Lügen und so große Sünden hat kein Prophet gemacht. Weil es gehört, die sind ja die Vorbilder der, ja. Aber auch um zu zeigen, dass Allah der Einzige ist, der vollkommen ist. Sie waren nicht vollkommen. Es kann sein, dass sie zum Beispiel Sachen gemacht haben, die nicht gepasst haben zu ihrer Stufe. Ja? Beispiel als kleines Beispiel jetzt von mir, einfach nur von der Logik her. Beispielsweise ein König oder ein Präsident, stell dir mal vor, der so an der Nase am Bohren und so. Ja, dann würde man sagen, ja, das passt doch nicht. Ja? Guck mal, du bist ein König. Ja? Benimm dich, nimm ein Taschentuch oder keine Ahnung oder mach das. Ja. Dass man vielleicht Sachen macht, die nicht zu dir passen, weil du eine hohe Stufe hast quasi. Ja. Würdest du die AfD wählen? Ich bin eigentlich keiner, der wählt, aber AfD ist eigentlich nicht schlecht. Eigentlich nicht schlecht. Ja. Aber gute Frage, Kollege, gute Frage. Du. Auch wichtige Frage hier, AfD wählen. Die Schieden sind die Wahren. Die waren irre gegangen, richtig, hast du vollkommen recht. Kannst du mal wieder einen Vortrag machen über die 100 Glorreichen? Habe ich heute angefangen, ich habe heute über Abu Bakr geredet. Imam Mahdi wird kommen, inshallah. Dann wird er den Schiiten zeigen, was die Wahrheit ist. Inshallah, zur Zeit von Isa a.s. Wenn Jesus zurückkommen wird, zu derselben Zeit wird Mahdi kommen. Und zu derselben Zeit, wenn Jesus da ist, wird Gog und Magog kommen. Ja, Ajuj und Ma'ajuj. Ja. Darf eine Frau alleine reisen? Ist es nicht erlaubt? Oder haram? Ehrlich gesagt, in der Regel, der Prophet a.s. hat das verboten. Ja. Es gibt vielleicht manche Gelehrte, die vielleicht sagen, so ja, wenn es 100% Sicherheit gibt und so, aber Allahu ta'ala, ala wa alam. Hat Allah Hände? Ja, Allah hat Hände, die zu seiner Majestät passen. Ja? Und sie ähneln nicht die Hände der Geschöpfe und Allah ähnelt nicht zu niemandem. Allah, der Erhabene, ist einzigartig. Nichts ist so wie Allah. Warum sagen viele Gelehrte, dass die Habasch noch Muslime sind, wenn sie Grabanbeter sind? Es kommt darauf an, ich sage ja, unter den Sekten gibt es ja auch verschiedene Stufen. Ja, es gibt manche, die vielleicht auch Kuffar sind. Es gibt Gelehrte, die sagen, die sind keine Gläubige, die sind keine Muslime. Gibt es.
Ab wann kann man sagen, dass man extrem tiefgründiges Wissen über den Islam hat? Wenn man extrem viel und extrem lange studiert hat. Ja, wenn du vielleicht wirklich 30, 40 Jahre lang studierst, dann kannst du vielleicht mindestens vielleicht 20 Jahre, ja, gründlich studierst, richtig studierst, 20 Jahre, vielleicht mehr, dann kannst du vielleicht von dir behaupten, du hast tiefgründiges Wissen. Ja. Wieso darf man an Gräber nicht Fatiha sagen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte wie viele Kinder? Sieben Kinder. Stimmt's? Vier Mädchen, drei Jungs. Sieben Kinder. Wie viele sind von in seinen Lebzeiten gestorben? Sechs Kinder sind gestorben. Sechs Kinder hat er selbst begraben mit seinen eigenen Händen. Ja? Sechs Kinder hat er begraben. Außer Fatima. Fatima 6 Monate danach gestorben. Okay? So. Der Prophet a.s. hat sechs seiner eigenen Kinder begraben. Der hat nicht ein einziges Mal Surat al-Fatiha gelesen. Und auch nicht Surat Yasin. Und der Prophet a.s. ist unser Lehrer. Und das Beste, was man machen kann, ist das, was der Prophet gemacht hat. Ja? Das Beste, was man machen kann, ist, man das macht, was der Prophet gemacht hat. Und der Prophet hat das nicht gemacht bei seinen eigenen Kindern. Stell dir mal vor, glaubst du wirklich, wenn das nützlich wäre, ja, wenn Surat al-Fatiha oder Surat Yasin nützlich wäre, glaubst du, der Prophet hätte das nicht gelesen für seine eigenen Kinder am Grab? Ja. Man braucht das nicht. Allah hat auch nicht den Koran herabgesandt für die Verstorbenen, sondern für uns, die, die leben, dass wir lesen, verstehen, danach handeln. Ja? Allah hat den Koran herabgesandt für zum Leben und zum Praktizieren, nicht für die Toten. Ja? Was muss man stattdessen machen? Der Prophet hat zum Beispiel gesagt, jetzt gerade, wo wir den begraben haben, wir haben mal zugemacht, dann sagte der Prophet, macht jetzt Bittgebete für euren Bruder, weil jetzt wird er befragt. Er bekommt jetzt die drei Fragen im Grab. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist der Mann, der zu euch gesandt wurde, der Prophet? Ja? Er wird jetzt gerade befragt, so bittet, macht Dua für ihn. Deswegen mach Dua für ihn. In diesem Augenblick, wenn du jemanden begräbst, mach Dua für ihn, wenn er gerade begraben wird. Dass Allah ihm beisteht, dass Allah ihm seine Sünden vergibt, dass Allah ihn barmherzig mit ihm ist. Das, ja, solche Sachen. Gänsehaut. Gänsehaut. Auch wenn man danach wieder ins Grab geht, du kannst danach auch Dua machen, aber Koran nützt nichts. Außer, ja, es gibt manche Gelehrte, die sagen zum Beispiel, du kannst Koran lesen und die Belohnung verschenken. Die Belohnung verschenken. So wie du zum Beispiel, du kannst ja Spenden machen. Du kannst spenden für einen Verstorbenen. Du spendest dein Geld. Zum Beispiel dein Vater ist gestorben, deine Großeltern sind gestorben. Und du willst ihnen trotzdem Ehre erweisen, obwohl sie tot sind. Ja, was machst du? Dann spendest du zum Beispiel in ihren Namen. Ja. Spendest in ihrem Namen. Genauso, manche Gelehrte sagen das, aber manche Gelehrte sagen nein, nur das, was überliefert wurde. Und was überliefert wurde, ist Sadaqa geben, du spendest, Sadaqa geben, Bittgebete machen. Ja, das kommt auch an. Makruh in Friedhof. Alim Salam. Wird man eigene Kinder in Akhira treffen? Natürlich. Allah sagt im Koran, Allah sagt im Koran, dass er die Familien wieder zusammenbringen wird, wenn sie Gläubige waren. وَالَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ mit Glauben, أَلْحَقْنَ بِهِمْ. Ja? Diejenigen, die von ihren Kindern sterben, mit Glauben, das ist die Bedingung, mit Glauben, so werden wir ihre Kinder zu ihnen emporheben und zu ihnen, mit ihnen zusammen sein. Ja? Das heißt, deine Kinder, du wirst mit deiner Familie zusammenleben, wenn sie Gläubige waren. Kannst ein Hadith über Omar sagen. Über Omar, der Prophet a.s. sagte in einem Hadith über Omar ibn Khattab radiallahu anhu, wenn es einen Propheten nach mir gäbe, so wäre es Omar. In einem anderen Hadith sagte der Prophet a.s. er hat geträumt, dass er von einem Gefäß trinkt und dann hat er dieses Gefäß Omar gegeben. Und dann haben die den Propheten gefragt, O Gesandter Allahs, was ist dein Ta'wil, was ist die Traumdeutung von diesem Traum? Er sagte,
dass das, was er getrunken hat und an ihm gegeben hat, das ist das Wissen. Ja, Omar ist einer, der sehr, sehr viel Wissen hat. Und in einem anderen Hadith, dritten Hadith und reich, inshallah, der Prophet a.s.w. sagte, O Omar, wenn der Satan dich auf einer Straßenseite sieht, der Satan wechselt die Straßenseite. Der haut ab vor dir. Subhanallah. Meine Tochter ist mit 2 verstorben. Sind eigene Kinder direkt im Paradies oder mit Ibrahim a.s.w.? Ja, sie sind mit Ibrahim a.s.w. und seiner Frau Sarah. Und inshallah, die sind im Paradies. Deine Kinder, die als im Kindesalter sterben, sind im Paradies. Barakallahu fikum. Kommen alle Kinder ins Paradies. Naam, inshallah. Bin orthodox, liebe euch Moslems auch. Russische Mafia aus Sibirien. Bist orthodox christlich, oder? Ab wann müssen Jungs beten? Ab welchem Alter? Jungs und Mädchen, kein Unterschied. Ja, ab 7 beten lernen, spätestens anfangen zu lernen, aber nicht, ist keine Pflicht. Ab 10 sollten sie schon beten. Kannst du mal Vorträge über die 100 Glorreichen machen? Ja, mache ich inshallah. Ich habe heute angefangen mit Abu Bakr und dann werde ich inshallah über andere Sahaba und so weiter machen, auch über welche, die ich noch nicht gemacht habe. Inshallah. Ja. Wird man mit den Kindern von Sinne auch wieder vereint im Paradies? Wenn sie Muslime sind, inshallah. Wenn dein Kind von Sinne, du hast Tauba gemacht und der ist auch Muslim, inshallah, wird man auch zusammen sein, beten in Azal. Ich will meine Gebete nachholen, also muss ich ab 10 rechnen? Nein, allgemein, wenn man nicht gebetet hat, jetzt viele Jahre lang nicht gebetet hat, gibt es Meinungsverschiedenheit. Manche Gelehrte sagen, man braucht seine Gebete nicht nachholen, du machst einfach Tauba und fertig. Aufrichtig bereuen. Manche Gelehrte, ja, du holst sie nach und dann betest du jedes Gebet, zum Beispiel, was du betest, jedes Gebet 2-mal. Kommen noch Vorträge in NRW? Ja, inshallah. Nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag halte ich die Khutbah, die Freitagspredigt in der Moschee in St. Augustin. Ja. Und eine andere Moschee hat mich auch angeschrieben, aber wir haben noch nicht festgelegt. Lieber 2 Jahre Knast für 40 Millionen oder 10 Monate nicht reden über 100 Millionen. Lieber 2 Jahre Knast für 50 Millionen oder 10 Monate nicht reden für 100 Millionen. Sehr wichtige Frage, ja. Granate, diese Frage. Bist du mal in Berlin, Achim? Ja, also inshallah. Ich weiß genau, aber ich glaube, letztes Mal hat mich irgendein Bruder angeschrieben oder eine Moschee, aber ich kann mich mehr erinnern, ehrlich gesagt. Es gibt Leute, die sagen, Kinder von Götzendiener werden befragt. Gibt es die Meinung, ja. Gibt es die Meinung, dass sie im Paradies sind und gibt es die Meinung, dass sie nicht 100%. Meinung zu Sheikh Othman Khamis ist ein guter Sheikh. Ja, ist ein guter Sheikh, inshallah. Folgst du einer bestimmten Rechtsschule oder doch einem Gelehrten? Ich folge allen 4 Rechtsschulgelehrten. Ja, wir lieben und folgen allen 4 Rechtsschulgelehrten. Entschuldige, aber ich habe sie was gefragt. Ich habe deine Frage nicht gesehen, Agron. Wurde letzte Frage, was ist durch Sinnerkind abzutreiben? Am besten nach Tauba noch was machen? Was ist durch Sinnerkind abzutreiben? Am besten nach Tauba noch was machen? Also, wenn es ein Sinnerkind gibt, man soll nicht deswegen abtreiben. Aber wenn es schon abgetrieben wurde, Gott um Taube machen, richtig und fertig. Welche Pflichten gibt es für die Prediger? Habe ich nicht verstanden. Frankfurt, genau. Muss man ein Salafi sein, um die errettete Gruppe zu sein oder nur Ahl Sunnah wal Jama'ah? Also eigentlich ist Salafi ja von Ahl Sunnah wal Jama'ah, aber man muss nicht unbedingt Salafi sein. Man muss eigentlich nur den Salaf folgen, also den Propheten und seinen Gefährten. Machst du mal Vorträge über Hadithe? Inshallah. Inshallah. Was ist besser, für Tode zu machen, Sadaqa, oder Khatm von Koran zu lesen?
Meinst du für Tote, das eine oder das andere? Also wenn du meinst für den Toten, zum Beispiel dein Vater, beispielsweise dein Vater ist gestorben, soll man für ihn besser Sadaqa machen oder Koran lesen und Khatm machen, also Koran einmal komplett zu Ende lesen und ihm verschenken. Meinst du das? Ehrlich gesagt, ich würde sagen, Sadaqa ist besser. Ja, das ist meine Meinung, dass Sadaqa ist besser. Warum? Nummer eins, Sadaqa ist authentisch überliefert. Gibt es Hadithe darüber? Der Prophet a.s. sagte, es werden Leute geben am Tage der Auferstehung, sie werden Berge vorfinden von guten Taten. Und diese Menschen sind Gläubige und die sind ehrlich. Die werden sagen, oh Allah, ich habe diese Taten gar nicht gemacht. Diese Taten habe ich auch gar nicht gemacht. Dann wird ihm gesagt, das sind die Spenden, die Sadaqa, die Spenden, die deine Kinder für dich gemacht haben nach deinem Tod. Ja? Das heißt, zum Beispiel, du spendest jetzt für deinen Vater oder Großvater, deine Mutter, die verstorben ist, du spendest für sie Almosen, Spenden, Waisenkinder unterstützen, Moschee, Wasser, Brunnen bauen, was auch immer, bedürftigen Menschen Nahrung geben, was auch immer. Ja? Du hilfst, du spendest und die Belohnung geht quasi für deine, ja, Essen auch, klar, natürlich Essen auch, Nahrung, alles Mögliche. Was gut ist, was nützlich ist, Waisenkinder etc., alles was gut ist. Und die Belohnung bekommen dann deine verstorbenen Eltern oder Großeltern. Sie werden sehr, sehr große Belohnung bekommen. Dass man den Koran liest und die Belohnung dafür spendet, das ist nicht überliefert. Ja, manche Gelehrte sagen, man kann das machen. Die machen dann Qiyas, Analogieschluss auf diese Sachen. Und manche sagen, nein, ist nicht richtig, weil der Prophet hat das nicht gesagt und nicht gemacht. Deswegen ist das nicht so 100%, aber das andere ist 100%. Für die Bittgebete mach immer Bittgebete. Ja, diesen Hadith, den ich gerade gesagt habe, Berge voller guten Taten, den gibt es einmal mit Sadaqa, was man macht, für seine verstorbenen Verwandten. Und einmal gibt es auch für Bittgebete. Ja, dass deine Kinder für dich Bittgebete machen, das ist die Belohnung, die du davon hast. Ja. Ist Bart Fard oder Sunnah? Ist Fard nach allen vier Rechtsschulen gelehrt. Also ist nach allen vier Schulen gelehrten. Vier Rechtsschulen ist das Pflicht. Na, ist fort. Was ist Ahlul Bayt und Ahlul Sunnah wal Jama'a? Und zwei verschiedene Sachen. Ahlul Bayt ist die Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir ehren sollen, ehren und lieben sollen. Ja, also ihre Mekan, ihr Stellenwert kennen. Und Ahlul Sunnah wal Jama'a ist einfach die Bezeichnung von den Muslimen, die quasi die errettete Gruppe sind, die einfach nach dem Koran und dann nach der Sunna des Propheten gehen und leben. Und nicht zu irgendeiner Sekte. Aber man muss aufpassen, es gibt auch Sekten, die sich auch so nennen. Also mit den Büchern, mit denen ich anfange, inshallah, ich sage mal, allerspätestens nach Sommerferien. Ja, allerspätestens nach Sommerferien. Weil jetzt in den Sommerferien, ich verreise viel und so und ich muss mal gucken. Vielleicht fange ich mit dem einen oder anderen Buch aber an. Warum kann man den Koran nicht richtig übersetzen, fragt Antonio. Eine gute Frage, auch einfach zu beantworten. Schau mal, der Koran ist ja in der arabischen Sprache und arabische Sprache ist eine sehr, sehr gewaltige Sprache. Ich glaube, von den Wortwurzeln her gibt es, glaube ich, ist die Sprache, die am meisten Wortwurzeln hat. Ja? Wenn man jetzt die Wörter nimmt aus dem Koran, ja, zum Beispiel sagt Allah als Beispiel jetzt, beispielsweise gepriesen, ja, Subhanalladhi asra bi abdihi. Gepriesen ist der, der so und so. Also gepriesen sei Gott. Gepriesen im Arabischen steht Subhan, Subhan, ja, wie Subhanallah. Da steht Subhan. Es wird übersetzt mit gepriesen, aber im Arabischen heißt es nicht nur gepriesen. Im Arabischen ist die Bedeutung davon, gepriesen ist der Herr, der fehlerfreie, perfekte, der alle Eigenschaften der Vollkommenheit hat. Er hat alle Eigenschaften der Vollkommenheit und keine Fehler und keine Schwächen. Das bedeutet das Wort Subhan. Ja? Aber wenn man diese Übersetzung schreibt, man kann ja nicht für ein Wort so viele Wörter schreiben oder zwei, drei Sätze schreiben. Ja? Und deswegen nimmt man nur ein Wort, aber das ist nicht die komplette Bedeutung von dem Wort. Ja? Und deswegen sagen wir, es ist eine ungefähre Bedeutung des Korans. Ja, wenn du das jetzt liest als Christ oder Jude oder Atheist, du weißt schon, worum es geht. Ja, weil im Koran steht ja auch zum Beispiel, Qul huwallahu ahad, sag, Allah ist ein einziger Gott.
Ja, er wurde nicht geboren, er gebärt nicht, nichts gleicht ihm, er ist unabhängig, etc. Sachen, die jeder versteht. Abraham ist das und das passiert, Moses ist das und das passiert. Ja, aber trotzdem, diese Übersetzung ist nicht perfekt 1:1, weil allgemein ist auch andere Sprachen. Du kannst nicht, okay, Englisch und Deutsch und so sind oft sehr nahe Sprachen, sag ich mal. Aber trotzdem gibt es manchmal Wörter, Arabisch oder Chinesisch oder sonst irgendwas, die kannst du nicht 1:1 übersetzen. Das heißt, du kannst nur eine ungefähre Bedeutung davon nehmen, obwohl sie aber in der Ursprungssprache eine viel größere Bedeutung haben als das, was du übersetzt hast. Aber du kannst ja in der Übersetzung, danke, in der Übersetzung kannst du nicht alle Wörter nehmen. Ja. Ich hoffe, ich habe es erklärt. Ich bin ja nicht so gut im Erklären, aber ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ist es haram, Maulud für Tote zu machen? Wie meinst du genau Maulud? Wie sieht das aus, wenn man Maulud macht für Tote? Glauben heißt nicht wissen. Im Islam doch. Im Islam sagt man nicht glauben, so wie im Deutschen. Ich glaube eventuell. Nein, im Islam bedeutet, ich glaube an Gott, bedeutet, ich bin der festen Überzeugung. Ja, ich bin der festen Überzeugung. Das bedeutet Glaube im Islam. Und nicht so wie im Deutschen, ich glaube, ich spekuliere eventuell mäßig. Das ist was anderes. Wie kann man sich immer motivieren lassen als Muslim? Man kann sich immer motivieren lassen, wenn man zum Beispiel einfach sich vor den Augen nimmt, dass man bald stirbt, dass es Paradies und Hölle gibt. Dann müsste man eigentlich genug motiviert sein. Ja, danke, aber das heißt im Umkehrschluss, dass ich den Glaube verfälscht habe, weil ich eine nur Jesus rettet. Nee, Jesus rettet dich nicht. Jesus hat dir gesagt, du musst Mohammed, den Propheten, glauben und den Koran glauben. Dann folgst du selber auch Jesus. Übersetzung gelesen habe, oder? Nein, heißt es nicht. Guck mal, du liest ja nur, wenn du jetzt die Übersetzung des Korans liest, ja, dann hast du ja schon, quasi die Botschaft Gottes verstanden, worum es geht. Essentiell, worum geht es, Antonio? Es geht darum, dass du nur an einen Gott glaubst, ihm keine Götter zur Seite stellst, dass du an alle Propheten glaubst und so weiter und so fort. Das ist die Botschaft, die verstehst du schon, ja. Aber so einzelne Wörter, einzelne Sachen sind nicht 100%, aber ganz ehrlich, es ist auch nicht so wichtig, ja. Es ist nicht so wichtig. Und du weißt ja auch, dass es nicht 100% 1:1 ist. Wenn du zum Beispiel, wenn Allah dir zum Beispiel in dein Herzen den Glauben schenkt, ja, dass du auch dem Islam folgst und ein Muslim wirst, ja, dann und danach wirst du auch langsam dein Arabisch lernen, Koran lernen und dann wirst du mehr verstehen, ja. Aber für dich jetzt als Christ zum Beispiel ist es ausreichend, dass du weißt, dass du den Kern der Botschaft verstehst, ja. Kann man von Abu Dujana lernen? Natürlich kann man das. Ja. Was kann eine Frau am besten in ihrer monatlichen Pause machen, um Allah nahe zu bleiben ohne Gebet? Sie kann Allah gedenken. Sie kann gute Taten machen. Ja, sie kann ihre Eltern ehren. Sie kann Geschenke machen. Sie kann ihre Religion lernen. Ja, Hadithe lernen. Sie kann Allah gedenken. Dhikr machen. Kann viele gute Taten machen. Was hältst du von dem Achi Abdelhamid? Abdelhamid ist ein guter Bruder. Freunde haben mir davon abgeraten. Oh, das habe ich gar nicht jetzt. Antonio, ich weiß nicht, was du meinst. Moment, ich scroll mal ein bisschen nach oben. Was haben sie dir abgeraten? Moment, nee, ich sehe. Übersetzung gelesen habe, oder was meinst du? Haben die deine Freunde dir abgeraten, den Koran zu lesen, auf Deutsch, oder wie? Freunde haben mir davon, den Koran in Deutsch zu lesen? Nein, Quatsch. Nee, also ich rate dir, den Koran zu lesen. Ich verstehe nicht, warum sollen sie dir jetzt davon abraten? Was ist der gewaltigste Vers im Koran? Der gewaltigste Vers im Koran, hat der Prophet gesagt, ist Ayatul Kursi in Surat al-Baqarah. Koran darf man nur mit Gebetswaschung lesen. Lesen kannst du auch ohne Koran, ohne Gebetswaschung. Berühren, manche Gelehrte sagen nur mit Koran, nur mit Abdest, ja, wegen dem Vers. La yamassuhu illa al-mutahharin, also und ihn fassen nicht keine an, außer die rein sind.
Aber da gibt es auch andere Gelehrte, die sagen, nein, damit sind die Engel gemeint. Das sind die Reinen. Weil das eine Verfälschung der Religion wäre. Nein, Quatsch. 100% nicht. 100% nicht. Es ist eine, steht ja auch drauf, es ist eine ungefähre Bedeutung des Korans. Eine ungefähre Bedeutung des Korans. Die Botschaft, die wir zu 100% verstehen, und die Prophetengeschichten und alles, was da drin ist, was die Gebote und Verbote etc. Aber du kannst 100% den Koran lesen. Gar kein Problem. Also die Koranübersetzung. Ja. Würde ich dir auch dazu raten. Weil es kann auch sein, dass wenn du es liest, dass Allah dir dein Herz öffnet und dir Licht gibt. Wer sind heutzutage die Khawarij? Die Khawarij-Eigenschaften haben, wie zum Beispiel die Ahbash und so, das sind Khawarij, die Muslime zu Kuffar erklären. Ja, wie kann man seinen Charakter verbessern? An sich arbeiten. Ja? Gerne. Ja, an sich arbeiten, seinen Charakter arbeiten. Du kennst ja deine Schwächen. Einer zum Beispiel, der hat Geiz oder Gier. Was muss er machen? Er muss spenden, er muss bezahlen, er muss ausgeben für seine Familie, Freunde, für seine Eltern, für die Bedürftigen. Ja, der muss gegen seine schlechten Eigenschaften kämpfen. Einer wird zum Beispiel, der wird immer sehr, sehr schnell zornig. Und wenn er zornig, dann schreit er und das ist im Islam verboten. Ja, der muss genau an dieser Sache arbeiten, dass er diese auch Ratschläge des Propheten befolgt. Wenn du zornig bist und sauer bist, diese Ratschläge, die der Prophet gegeben hat, mach mal Abdest, mach mal die rituelle Reinigung, setz dich hin. Ja, wenn du dich immer noch nicht beruhigst, leg dich hin. Der hat ja uns Ratschläge gegeben. Warum? Weil wenn du zornig bist und sauer bist, dann wirst du sehr wahrscheinlich Sachen sagen oder machen mit deinen Händen, die dir oder anderen schaden. Ja, die dir selber schaden. Entweder im Diesseits oder im Jenseits oder in beiden. Ja, und viele Leute sitzen im Gefängnis, weil sie in ihrer Wut geschlagen oder getötet haben oder sonst irgendwas. Ja. Sind Schiiten Kuffar? Nicht alle Kuffar. Manche ja, manche nein. Je nachdem, was sie genau glauben und was sie machen. Zum Beispiel die Schiiten, die sagen, die glauben nicht an den Koran, die sind 100% Kuffar. Oder die Leute, die großen Schirk machen von ihnen, machen auch viele von den Schiiten, sind Kuffar. Ja, wie gehe ich mit dem schlechten Charakter eines älteren Familienmitglieds um? Geduld haben. Geduld haben und guten Ratschlag geben. Ja. Allah sagt im Koran, in Suratul Furqan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Und wir haben die einen Menschen von euch zur Fitna und zur Versuchung gemacht, der anderen Menschen. Der eine, du wirst geprüft durch deine Mutter, durch deinen Bruder, durch deinen Onkel, durch deinen Nachbar, durch deinen Ehemann, Ehefrau, Arbeitskollegen. Du wirst geprüft durch andere Menschen. Ja, der eine, der beleidigt dich, der andere, der unterdrückt dich, der andere, der lästert über dich. Du wirst geprüft. Und was sagt Allah am Ende? Und wir haben den einen von euch zu der Prüfung eines anderen gemacht, so dass ihr geduldig seid. Geduld zu üben. Weil Allah liebt die Geduldigen. Du musst Geduld üben. Du kannst natürlich guten Ratschlag geben. Nee, ich bin kein Albaner, Bruder. Ich bin aus Algerien. Wie kann ich meine Cousine davon abhalten, dass sie mit einem Ungläubigen heiratet? Du kannst ihr gute Ratschläge geben, aber das Problem bei diesen Sachen ist, wenn eine Frau verliebt ist und sich sowas festgelegt hat, dann ist es sehr, sehr schwer, jemanden davon abzuhalten oder abzubringen, sowas zu machen. Was ist mit Christen? Was meinst du, was ist mit Christen? Ich habe keine Geduld mehr, bin krank geworden wegen meinen Eltern. Trotzdem Geduld. Geduld üben. Ja? Geduld üben. Du musst Geduld üben. Du hast keine andere Wahl. Was willst du mit deinen Eltern machen? Sagen wir mal, manche Leute haben dieses Problem. Eltern sind vielleicht Katastrophe. Schlechten Charakter, Alkoholiker. Gibt's ja. Es gibt Familien, der Vater ist Alkoholiker. Ja, du musst Geduld haben. Natürlich, du darfst nicht alles, wenn er jetzt Alkohol trinkt und er will dich schlagen, musst du dich im Islam sagen, ja okay, du bist mein Vater, du darfst alles. Oder du bist meine Mutter, auch unter Drogen oder Alkohol, mach was du willst. Und nein, ja, so ist der Islam nicht. Du kannst ja auch natürlich quasi Schaden von dir abwenden und so weiter und so fort. Hat Omar die Tochter des Propheten verletzt? Nein, wallahi, der hat das nicht gemacht. Was kann ich machen? Nicht zum Casino zu gehen. Oh, also, wie kannst du zum Casino gehen? Casino ist so festgelegt. Guck mal, der Casino-Betreiber, ne? Der Casino-Betreiber, der kann ja nur Geld machen, wenn er den Menschen das Geld aus der, ja,
Er muss Miete zahlen, 10.000, 20.000, 30.000 Euro Miete, Mitarbeiter zahlen, Steuern zahlen, dies, das. Er kann ja nur Geld machen und er muss noch Geld Gewinn machen, weil er will ja noch einen Ferrari fahren, ja. Wie kannst du zum Casino gehen? Das ist, ja, ist eine Sünde, eine große Sünde im Islam und das ist eine, aber wahrscheinlich, ja, möge, ich hoffe, dass du nicht süchtig bist, weil das ist eine der krassesten also Sünden, aber auch Krankheiten, die man haben kann, ja. Das ist eine ekelhafte Krankheit. Und eine sehr, sehr schwierige Sucht auch, die man haben kann. Und wirklich, ich habe von so vielen gehört, die haben zum Beispiel von einem neugeborenen Kind, von der Ehefrau, von der Mutter, Gold geklaut, Geld geklaut. Am ersten im Monat, den ganzen, Alhamdulillah, am ersten, aber man wird süchtig. Wenn man dahin geht, wird man süchtig. Also sei es die Spielhalle oder Casino oder was auch immer, man wird süchtig. Und man wird, wenn man süchtig wird, man macht, dann wird alles für dich egal. Ja, also so wie Drogen, genau wie Drogen. Und deswegen, manche Leute, und ich habe das oft mitbekommen von Leuten, die ich kannte, die haben ihre eigene Mütter bestohlen. Die haben den Lohn am ersten des Monats, bekommen die Lohn und Kindergeld, alles genommen, am ersten alles verspielt. Am ersten Tag. Und dann 29 Tage kein Geld mehr zum Essen kaufen. Und diese Frauen gehen dann zur Moschee und sagen, hey, dieser Mann, ich will mich von ihm scheiden, der ist verrückt, der so. Und wenn du mit ihm redest, sagt, ja, ich tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich bin spielsüchtig. Ja. Der McMuffin sagt, ich wohne in Dortmund und würde gerne konvertieren. Hat im Chat jemand Info, wo ich hingehen kann? Also, ich sage dir ganz ehrlich, ich kenne jemanden in Dortmund, ich kann dir auch sagen, wo du da konvertieren kannst. Wenn du möchtest, kannst du auch jetzt direkt konvertieren. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt, ja, dich irgendwie unter Druck stellen will oder sonst irgendwas. Aber wenn du ein Christ bist oder kein gläubiger Mensch bist, kein Muslim bist, ja, und du glaubst wirklich, du glaubst an Allah, dass es der einzige Gott ist und der Prophet Mohammed ist der einzige, ist der letzte Prophet, nicht der einzige Prophet, der letzte Prophet, ja, und du willst gläubig werden, mach das sofort. Weil ganz ehrlich, 100% weiß ich nicht, ob ich morgen noch lebe. Wenn ich heute schlafen gehe, ich weiß nicht, ob ich 100% lebe und ich weiß auch nicht, ob du 100% aufstehst. Sehr wahrscheinlich ja, aber jeden Tag werden, ich glaube, mehr als 150, 200.000 Seelen auf dieser Erde abgeholt, ja. Und deswegen, wenn du wirklich glaubst, du kannst auch jetzt, also wenn der Glaube sowieso in deinem Herzen ist, dann bestätigst du mit deiner Zunge nur das, was sowieso in deinem Herzen ist. Und das könntest du auch jetzt hier machen, wenn du möchtest. Möchtest du? Wieso ist euer Gott der einzige wahre? Es gibt ja nur einen Gott. Also wenn du einen einzigen Gott hast, das ist der gleiche Gott, den wir auch haben. Das ist ein einziger Gott. Ja. Es gibt nur einen Gott. Also einen wahren Gott. Weil es gibt ja Leute, die beten andere Götter an. Irgendwelche Statuen, irgendwelche Menschen, irgendwelche Propheten, irgendwelche Bäume und so weiter und so fort. Sonne, Mond, alles wird angebetet. Das sind immer falsche Götter, aber das ist kein richtiger Gott. Kann man auch von Abu Sulaiman al-Kurdi lernen? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Als Gott, wie als Gott. Es gibt nur einen Gott. Wenn du den einzigen Gott anbetest, den es gibt, ist der, den wir auch anbeten, weil es gibt nur einen einzigen Gott. Walaikum Salam, was predigst du hier? Ich habe über Abu Bakr Sadiq, über die Sunna geredet. Unverheiratet, zwei Kinder mit Christen, was kann ich tun? Unverheiratet, zwei Kinder? Habe ich nicht verstanden. Mit Christen, was kann ich tun? Ich habe die Frage nicht verstanden. Wünsche ich dir auch, Bruder. Welches Buch sollte man starten, wenn man die Sünde des Propheten erlernen möchte? Fitch Nawawi? Ja. Ja, Fitch Nawawi ist gut. Gut und wichtig. Er meinte, seine Frau ist Christ und er hat zwei Kinder. Was kann er tun? Versuchen, so viel es geht, soweit es geht, das Beste rauszuholen, dass seine Kinder nach dem Islam auch leben. Dass er ihnen ein guter Vater ist und ein gutes Vorbild ist, mit guten Taten, mit gutem Charakter. Ich danke dir, aber jetzt hier vor Leuten, deren Gesichter ich nicht sehe,
würde ich mich nicht wohl. Also mein Gesicht siehst du, du könntest auch hochkommen, einfach sprechen. Aber ganz ehrlich, du musst das nicht vor den Leuten machen. Du kannst es auch bei dir jetzt alleine machen, ohne, ja, du kannst auch so, ich kann dir das, wenn du möchtest, kann ich dir das vorsprechen und du sprichst es nach. Wenn du es nachgesprochen hast, in diesem Augenblick bist du gläubig geworden. In diesem Augenblick werden alle deine Sünden vergeben und ab diesem Augenblick zählst du als Gläubiger bei Allah. Ja, du, wenn du willst, kann ich dich hochholen, aber da brauchst du, glaube ich, 1000 Follower. Die Leute, die hier drin sind, ich glaube, es würde sie freuen, aber ja, wen interessiert's, ganz ehrlich. Aber wenn du willst, kannst du es auch einfach, ich kann es vorsprechen, du brauchst gar nicht auch hochkommen, du kannst mir einfach nachsprechen. Und wenn du willst, können wir auch das privat machen, über WhatsApp oder so, ist kein Problem. Und wenn du willst, schicke ich dir auch irgendwie, ist kein Problem, also. Darf ich hoch? Was willst du denn machen, Bruder? Was willst du? Willst du Schahada sagen oder was? Kann ein Mensch, der Muslim war, wie der Muslim werden? Ja? Also wenn er Muslim war und dann ist er abtrünnig geworden. Der kann wieder Muslim werden. Er sagt die Schahada und dann kann er wieder Muslim werden, ja. Ach, Tauba, was er gemacht hat. Diese Tauba von dem Kufr, was er gemacht hat. Und dann, ja, es geht schon, klar. Ich glaube, ich habe dich in Hajj gesehen, Abu Abdullah. Echt, wann denn? Wann war das? Wie war das mit dem Koffer? Hä? What? Wann hast du mich denn in Hajj gesehen? Bist du Takfiri oder wieso erwähnst du Kufr? Bist du Takfiri oder wieso erwähnst du Kufr und solche Sachen, die Tauhid vernichten? Dies Jahr Hajj? Nee, dies Jahr Hajj war ich nicht. Nein. Es ist falsch zu versuchen, das gebrochene Herz eines Menschen, den ich liebe, zu heilen. Ich habe die Frage nicht gut verstanden, ja. Kufr, nicht Koffer. Darf ich hoch und was fragen über Hadith? Ich war schon mal Hajj, aber ich war dies ja nicht Hajj, Bruder. Hast du mich verwechselt? Ja, wenn du unbedingt willst, kannst du, Bruder. Kein Problem. Aber ich muss jetzt auch Schluss machen, inshallah. Ich bete 5-mal am Tag, schaffe es nicht zur gleichen Zeit zu beten. Vergib Allah, wenn ich. Also du schaffst es nicht, also pünktlich zu beten, meinst du? Ja, geht, kein Problem, inshallah. Wie lange soll ein Mensch Wallahi Wali sein, wenn eine Frau außer der Vater jemand eine andere als Wali hat? Boah, im Moment ganz kurz. Wie lange soll ein Mensch Wali sein, wenn eine Frau außer der Vater jemand andere? Wallah, tut mir echt leid, ich habe die Frage nicht verstanden. Weil bin draußen immer unterwegs. What? Kann man nicht, ja? Also. Also die Sache zu dem Kollegen, wie gesagt, also du kannst das hier, du kannst, wenn du möchtest, dein Glaubensbekenntnis hier sprechen, vor den Leuten. Ich glaube, die würden sich alle freuen. Du kannst das, wenn du mehr als 1000 Follower hast, kannst du das, kann ich dich hochholen. Also dann hört man dich einfach akustisch. Du sprichst das Glaubensbekenntnis nach. Und wenn du keine 1000 hast, kannst du es auch einfach schreiben, mir nachsprechen und einfach schreiben. Oder ich gebe dir einfach die Kontaktdaten von einem Freund, der predigt auch in Dortmund, ist ein netter junger Mann. Du kannst ihn auch treffen oder mit ihm das machen, ist kein Problem. Wir können das auch telefonisch machen, wenn du möchtest. Ja, kann man. Verstehe es nicht.
Ja, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Aber es gibt andere Leute, die ungläubig sind, die andere Götter anbeten. Es gibt auch Leute, die beten zum Beispiel Jesus an. Oder Mohammed an. Oder die Sonne an. Ja, das ist ja dann falsch. Wenn das jemand macht, dann ist es kein Gläubiger. Ja, Gott gibt es nur einen einzigen. Der einzige Gott ist der Gott aller Menschen, der einzigen, den wir anbeten. Und er ist weder ein Mensch, noch ein Prophet, noch die Sonne, noch Mond, noch Stein, noch Buddha, noch sonst irgendwas. Vergibt Allah alle Sünden. Alle Sünden vergibt Allah, wenn man Taube macht. Beziehungsweise Allah kann alle Sünden vergeben, außer wenn man stirbt mit Götzendienst, mit Unglauben. Wenn du so stirbst, wird Allah nicht verzeihen. Das wird Allah nicht verzeihen. Alles andere kann Allah verzeihen, so wie Allah sagt im Koran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt alles, außer dass man ihm Götter zur Seite stellt. Ja? Aber alles, was darunter ist, vergibt Allah oder kann Allah vergeben? Bitte antworte. Deine Frage gar nicht gesehen. Ich muss jetzt hier hochscrollen. Ich weiß gar nicht, was du gefragt hast. Ich sehe das gar nicht. Ich weiß nicht, wie machen wir das? So. Also der eine sagte, ich habe seine Frage nicht beantwortet. Ich habe deine Frage. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ich wollte was kurz fragen, Sheikh, wenn ich dich so nennen darf. Ja, wie alt bist du? Kann ich das umgekehrt sagen, wenn es geht? Umgekehrt? Ja, du brauchst eine Frage. Stell deine, du hast eine Frage zum Hadith, hast du gesagt? Ja, der Prophet, stimmt es, dass er sagte, an Yawm al-Qiyamah werden Leute kommen mit voller Hassanat, also volle Berge wie Hassanat, und das, sie werden sagen, ja Allah, ich hatte nicht so viele guten Taten, und diese Taten haben wohl die Kinder gemacht, soweit ich weiß, die Sadaka. Sadaka. Stimmt es? Ja, stimmt. Wo ist die Überlieferung? Weil ich habe die jetzt nicht gefunden. Ich habe die nur gehört. Ehrlich gesagt, die Überlieferung ist authentisch, aber wo die genau steht jetzt, weiß ich nicht auswendig. Ja. Okay. Aber die Überlieferung gibt es. Also es gibt diese Hadith, habe ich ja vorhin gesagt, den Hadith. Es gibt Leute, die werden kommen am Tage der Auferstehung, und sie werden Berge an guten Taten haben, und dann werden sie Allah sagen, oh Allah, diese Taten habe ich noch gar nicht gemacht. Ja. Das waren gar nicht meine guten Taten. Dann wird Allah ihnen sagen, in einem Hadith steht, das sind die Bittgebete, die deine Kinder für dich gemacht haben nach deinem Tod. Und in einem anderen Hadith, das sind die Spenden, die deine Kinder für dich nach deinem Tod für dich gemacht haben. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo sie überliefert sind, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es authentisch ist. Aber das waren die Spenden von den Kindern, oder? Genau. Wenn du zum Beispiel, mein Vater, Rahmatullah Ali, ist gestorben. Wenn ich spende immer zum Beispiel, das ist eine Spende für mich, das ist eine Spende für meinen Vater. Oder ich mache einen Teil, die Hälfte oder ein Drittel ist zum Beispiel für meinen Vater, zum beispielsweise. Verstehst du? Allah yarhamu. Okay. I mean. Genau. Okay, das war's. Dankeschön, Sheikh. Kein Problem, mein. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, JazakAllah khair, mashallah. Möge Allah dich standhaft machen. Mashallah, Allahu barak. Was kann man am besten machen, Hafiz zu werden? Viel Koran lernen, lernen, lernen. Ja, lernen und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wie befestige ich mich in meinen 5 Pflichtgebete, ohne sie zu vernachlässigen oder gar nicht zu beten? Ganz einfach, indem du weißt, dass Allah sagt im Koran, dass diejenigen, die in der Hölle sein werden, wenn sie gefragt werden, warum seid ihr in der Hölle? Ihre erste Antwort wird sein, wir haben nicht gebetet. Das ist die erste Antwort, wir haben nicht gebetet. Der erste Grund, den sie nennen, warum sie in die Hölle gehen, ist, weil sie nicht gebetet haben. Ja.
Und deswegen, das ist, glaube ich, Grund genug, weil das heißt, wenn du nicht betest, es ist ein Grund, warum du in die Hölle gehst oder Hölle gehen kannst. Und deswegen, ich denke, das reicht als Motivation. Ja, da fragte gerade einer hier, wer bestimmt eure Lehren? Allah, Gott, bestimmt unsere Lehren. Und sie stehen im Koran und in der authentischen Sunna, in den Überlieferungen des Propheten Mohammed, a.s. Da haben wir unsere Lehren, die Lehren des Islam her. Also alles göttlich, alles von Gott gekommen. Ich bete, aber bete immer nach. Sehr, sehr gefährlich. Ja. Nicht zu beten ist eine schlimmere Sünde im Islam, als andere große Sünden zu machen. Ja. Als andere große Sünden zu machen. Das ist nicht zu beten, ist schlimmer als schwul zu sein. Wenn du die Wahl hast, entweder ich bin schwul zum Beispiel, islamisch gesehen ist es ja verboten, schwul zu sein, ja, schwul zu sein oder nicht beten, dann sei lieber schwul und bete, als dass du nicht betest. Ja. Wenn du nicht betest, sehr fragwürdig, ob du überhaupt ins Paradies kommst. Oder auch andere Sünden. Aber ich wollte nur so die zeigen, wie schlimm das ist, ja. Versuch pünktlich zu beten. Guck mal, pünktlich zu beten ist gar nicht so schwer. Guck mal, jetzt gerade im Sommer, das Mittaggebet fängt um 1:30 Uhr an, ja. Wo die Sonne am Horizont ist, fängt ungefähr um 1:30 Uhr an. Das Nachmittaggebet, Abendgebet quasi, ja, ist um 18 Uhr. Du hast 4 Stunden, 4,5 Stunden Zeit, pünktlich zu beten. 4,5 Stunden Zeit, um 3, 4 Minuten zu beten. Ja, dann hast du das Gebet, also das Nachmittagsgebet, um 18 Uhr fängt es an und es endet um fast 22 Uhr. Du hast fast 4 Stunden Zeit. Ja. Oh, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Also ist es nicht schlimm, schwul zu sein? Habe ich das gesagt? Ist das dein Ernst? Das ist eine große Sünde im Islam, eine sehr gewaltige Sünde im Islam. Und besonders natürlich nicht, wenn man jetzt einfach nur den Reiz hat, sondern das zu praktizieren, die Tat zu machen. Ja? Weil irgendwie diese Gedanken zu haben oder so, das kann ja sein, dass es ja gar nicht so von dir gewollt ist. Ja? Es kann sein, dass man diese Neigung, vielleicht irgendwelche Neigungen hat, aber das Praktizieren dieser Tat ist eine der größten Sünden, die man machen kann. Ja? Aber nicht zu beten ist schlimmer als das. Das wollte ich nur sagen. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Sünde ist oder dass es nicht so schlimm ist. Habe ich gar nicht gesagt. Ja. Aber unser Volk, was auch in eurem Buch steht, sind wir auch Ungläubige. Was bist du denn? Was bist du denn? Christ oder was bist du genau? Ab wann sollte eine Frau sich nicht mehr außerhalb des Hauses aufhalten oder also draußen? Es gibt da keine bestimmte Uhrzeit oder das Volk Gottes. Wow. Was ist das Volk Gottes? Juden oder Christen oder was meinst du? Ich arbeite, kann dann nicht beten. Ja, dann such dir eine andere Arbeit. Versuch zu beten, frag deinen Chef einfach. Du musst. Guck mal, wie viele Stunden man Zeit hat, um zu beten. Man hat doch auch Pausen, oder? Nach dem deutschen Gesetz, die meisten sind ja aus Deutschland hier, nehme ich an, nach dem deutschen Gesetz hast du Anrecht auf Pause. Halbe Stunde Pause, 45 Minuten Pause. In der Pause kannst du auch machen, was du willst. Du kannst auch Bauchtanz machen oder ja, gehe ich einfach raus, bete ich einfach, fertig. 20 Minuten, ich brauche 2 Minuten zum Beten. Es gibt nur ein Volk mit so einer langen Blutlinie. Welches Volk bist du? Sag doch einfach, guck mal, warum machst du diese Versteckspiele? Mit dieser Blutlinie. Was für Blutlinie sagen? Was bist du, ein Jude, Jeside? Was bist du? Sag doch einfach, was du bist, was machst du hier in diesem Spielchen? War Isa a.s. sündenlos nur laut Koran? Allgemein, Propheten machen keine Sünden, Schandtaten. Ich arbeite 9 Stunden, bin draußen. Trotzdem, auch wenn du 19 Stunden arbeitest, es gibt keine Arbeit, wo du 9 Stunden am Stück arbeitest ohne Pause. Sogar ein Arzt, wenn er gerade operiert, der macht Pause. Ja, meistens. Wenn die jetzt stundenlang, 8 Stunden lang operieren, 10 Stunden lang operieren, ja,
Die haben sogar Pause, weil die operieren nicht alleine und dann die trotzdem machen die Pause. Geschweige denn eine andere Arbeit. Wenn du eine, egal welche Arbeit du machst, bei jeder Arbeit nach Gesetz gibt es immer Pausen. Wenn du Pause hast, bete doch einfach. Wie gehe ich mit einem Trauma um? Schwer. Ich bin eigentlich kein Spezialist, dass ich dir gute Ratschläge geben kann darin. Deswegen ja, vielleicht mit einem Therapeuten darüber besser sprechen. Islamisch gesehen, natürlich, was soll ich hier? Ich würde die normale Sachen sagen. Ja, versuchen das zu vergessen, dass es passiert, das Schicksal. Allah hat das so geschrieben, dass man geprüft wird, nach vorne schauen, man wird eines Tages alles vergessen und so weiter und so fort und kein Unrecht wird bleiben und so. Aber das sind normale Sachen, die ich dir sagen kann. Vielleicht ist es aber bei deinem Trauma nicht nützlich. Ja, wie kann man nach Wissen streben in Deutschland? Also sich normales, also diese Vorträge, die ich zum Beispiel mache, das sind mehr Motivationsvorträge. Auch Wissen natürlich, weil ich bringe ja Hadithe bei, Koranverse bei. Das ist auch Wissen vom Islam. Aber das ist nicht so tiefgründiges Wissen in dem Sinne, wie wenn du studieren gehst, wo du lernst richtig Arabisch, jeden Tag hast du Grammatik, Koran, du lernst Koran mit den Regeln des Tajwid, Regeln und so weiter und so fort. Du lernst Fiqh, Usul, Fiqh, Hadith, Wissenschaft und so. Das ist richtiges fundamentiertes Wissen aneignen, ja? So. Ich möchte in Medina studieren. Studiere dort, inshallah. Möge Allah es dir ermöglichen. Islam nur nicht studieren? Ja, warum nicht? Natürlich. Belohnung im Grab. Der Prophet a.s. sagte, das Grab wird entweder ein Garten von den Gärten des Paradieses sein oder ein Loch von den Löchern des Höllenfeuers. Wie kann ich mit meinem Vater umgehen, wenn er schwierigen Charakter hat? Geduld üben. Ja. Geduld üben. Du musst aber Geduld üben mit deinem Vater. Was soll ich machen? Was sollst du machen? Du kannst ihm, wie lange bleibt die Strafe im Grab? Solange Allah es entscheidet für jeden, der es bekommt. Also möchtest du jetzt sagen, eure Religion ist das einzig wahre, aber die Bibel 300, 500 Jahre älter. Also ich meine, die Bibel ist ja eigentlich, sollte normalerweise ja, wenn sie wirklich zur Zeit Jesus geschrieben wurde, müsste sie ja eigentlich so 650 Jahre danach sein. Aber sie wurde viel, viel später geschrieben. Ja, das sage ich, genau das sage ich. Unsere Religion, der Islam, ist die einzige wahre Religion. Und du sagst jetzt, okay, wenn du sagst, du bist wirklich Christ, ja, du musst auch, wenn du dem Ruf Jesus folgst, musst du ja auch dem Mohammed folgen und auch Muslim werden. Ja. Weil erstens sind das die Glaubensbrüder und diese Propheten sind alle mit der gleichen Botschaft gekommen. Zweitens, Jesus hat genauso gebetet wie Mohammed. Jesus hat gesagt, dass ein Prophet nach ihm kommen wird. Und das war Mohammed. Ja. Und ich komme inshallah. Da kann ich hoch für eine Minute. Wie erkennt man, ob diese Person eine Prüfung ist oder ein Nasib oder warten soll oder weiterziehen? Ich habe die Frage nicht genau verstanden. War ein Vortrag in Bremen? Wenn ich in Bremen eingeladen werde, inshallah, darf man bei einem Toten den Fatiha sagen? Also der Prophet, a.s.w., habe ich vorhin gesagt, sechs seiner Kinder sind gestorben zu seinen Lebzeiten, sechs hat er selber begraben. Und er hat bei keinem einzigen Surat al-Fatiha gelesen. Deswegen, das wird dem Toten nichts nützen. Sonst hätte das der Prophet für seine Kinder auch gemacht. Oder es uns zur Sunna gemacht. Okay. Ich mache jetzt wirklich Schluss, ja. 8 Minuten. Eine Frage. Ja, bitte. Willst du das in deinem Assalamu alaikum. Walim Salam wa barakatuh. Einen Moment bitte. Ja. Würdest du das in deinem Instagram-Account Bescheid geben, wenn du mal einen Vortrag hältst? Inshallah. Normalerweise mache ich das immer, aber ja. Meine Frage, Ja, Bruder. ich wollte nur fragen, also es geht schnell, wegen Abu Suleiman, weil du meinst eigentlich, also kann man sicher von ihm Wissen nehmen oder ist da. Achim, was soll ich dir sagen, Bruder? Von Abu Suleiman, normalerweise natürlich kann man von ihm Wissen nehmen. Aber ich sage ehrlich gesagt, ich
Früher habe ich sehr oft dazu geraten, aber ich habe die Meinung, dass er in manchen Sachen Übertreibungen hat oder extreme Meinungen hat. Ja, Manche das habe ich Sachen, auch gehört. ja, manche Sachen, also ich kann das nicht alles unterstreichen, die Art und Weise und so, also managementmäßig, nicht so im Großen und Ganzen nach Reda. Ich denke nicht, dass wir so irgendwie großartig Unterschiede haben in dem Sinne, aber ganz ehrlich, ich finde, manche Sachen sind für die Dawa extrem ungeeignet und manche Meinungen auch zu Großgelehrten und solche Sachen finde ich manche Sachen Okay, auch. und ich wollte noch fragen, wo man dich kontaktieren kann. Schreib mir einfach hier auf Auf TikTok, auf TikTok? Instagram, Ach egal so. wo. Okay, und ich wollte dir danken für deine Livestreams. Wallah, Barakallahu deine Livestreams sind sehr stark. sag noch, Herr Barakallahu. Tamam. Möge Allah dich segnen. Ich gehe dann raus, ja? Danke dich Inshallah. auch. Salamu alaikum. Okay. Also ich mache noch wirklich, also bis 1 Uhr, ja, also bei mir 1 Uhr, bei euch 2 Uhr, dann höre ich auf, ja. Ist der Adhan und Iqama fürs Gebet Pflicht zu Hause? Also ja, man macht Adhan auch, man macht Adhan und Iqama auch wenn man zu Hause ist. Aber wenn du es nicht machst, ja, wenn du es nicht machst, dann das Gebet ist gültig. Es ist keine Bedingung fürs Gebet. Woher dieser Nur? Zeige ich dir. Hier. Da kommt dieser Nur her. In der Lampe hier. ja. Wenn ich Liebe zu einer Person, wenn ich die Liebe zu einer Person Allah noch näher bringt, ist die Person dann gut für mich? Wenn mich die Liebe zu einer Person, meinst du? Allah mich näher bringt, ja. Wir lieben ja die Propheten. Wir lieben die Propheten, wir lieben die Sahaba und diese Liebe bringt uns Allah näher. Ja. Allah sagt, es gibt mehrdeutige und eindeutige Ayats im Koran, also mehrdeutige und eindeutige Verse. Wie man soll man da vorgehen? Genau, so steht das im Koran in der dritten Sura des Haus Imran, dritten Kapitel, erste Seite. Minhu ayatun muhkamatun wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله sagt in diesem Vers, es gibt im Koran eindeutige Verse, mehrdeutige Verse. Die mehrdeutigen Verse, wer nimmt die? Ahbash, Walid al-Zayn, Yasin Hanafi, Samara, Bamara, diese ganzen irregeleiteten, ja, Leute da, Schiiten, die nehmen mehrdeutige Verse, die haben eine kaputte Religion und dann suchen die sich Verse heraus, wo man so verstehen könnte, ja, wo man so verstehen könnte, ah, ja, die suchen, bei uns, wir gehen nicht so vor, wir folgen Koran, ja, statt dass wir so wie die, die haben eine kaputte Religion schon und dann suchen die sich ihre Beweise, die darauf passen könnten. Ja, deswegen, aber Allah sagt, und die eindeutigen Verse, wer versteht die? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rasikhuna fil ilm, ar-rasikhuna fil ilm, die großen Gelehrten, die können die Interpretation des Korans. Ja. Deswegen nehmen wir unsere Religion von den Sahaba radiallahu anhum, weil das sind die großen Gelehrten. Für wen hat Abdullah ibn Abbas, für wen hat der Prophet a.s. ein Bittgebet gemacht, dass er den Koran, die Interpretation, das Verständnis vom Koran gelehrt bekommt oder das Verständnis vom Koran bekommt. Der Prophet a.s. hat gemacht, Dua gemacht über, für seinen Cousin Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, Allahumma allimu al-Quran wa allimu al-Ta'wil, ja, wo Allah bringt ihn den Ta'wil, den Tafsir vom Koran bei. Ja. Deswegen, wir nehmen Tafsir von Abdullah ibn Abbas. Was hat Abdullah ibn Abbas, der Schüler des Propheten? Schau mal, der Prophet hat Dua gemacht, dass Allah Abdullah ibn Abbas, seinen Cousin, das Verständnis des Koran gibt. Abdullah ibn Abbas, was sagt er, was hat er uns beigebracht? Er und die anderen Sahaba und deren Schüler, was haben die uns beigebracht? Wo ist Allah? Was war ihre Meinung? Wo ist Allah? Ja. Ja. Und dann weiß man, wer eine Sekte ist und wer keine Sekte ist. Wir folgen Abdullah ibn Abbas, wir folgen Imam Shafi'i, Imam Malik. Ja, die Beweise sind da, die Bücher sind da, die Bücher sind da.
Ja. Bei wem kann man über das Thema Kufr bet Tagut lernen? Bei vielen, aber was soll ich sagen? Im deutschen Sprachraum, ich weiß nicht, wer das unterrichtet. Allgemein, Kufr bet Tagut ist leicht erklärt. Allgemein. Ansonsten, wenn du, keine Ahnung, studieren willst, dann ist das was anderes. Rede studieren willst. Nein. Was hältst du von IS? Nicht viel. Wie wird man Imam in Mekka? Wenn Allah Azzawajal es dir geschrieben hat, aber man muss nicht Imam von Mekka werden. Aber du kannst Imam von den Gottesfürchtigen werden. So, das war das Bittgebet von Ibrahim a.s. Oh Allah, lass uns zu den Imamen der Gottesfürchtigen sein. Hast du auch Aqida-Unterrichte hochgeladen? Nicht viele, ehrlich gesagt. Nicht viele. Aber vielleicht fange ich demnächst an. Inshallah mit Aqida-Unterricht. Ich habe mal Aqida-Unterrichte gemacht hier und da, aber ja. Was ist, wenn man sich genug bedeckt, aber trotzdem Blicke anzieht? Wird es mir trotzdem als Sünde aufgeschrieben? Wenn du dich normal richtig bedeckst, dann ist das so. Kennst du eine gute Masjid im Raum Bonn? Ja, was heißt gut? Ja, also Masjid Muhsinin in Bonn-Beul ist auf jeden Fall eine gute Moschee mit einem guten Sheikh Mohammed. Sheikh Mohammed Hawayat, mashallah, hat viel Ahnung und Allahumma barik, ein guter Sheikh. Ansonsten gibt es auch einige Moscheen ja, gibt es einige Moscheen in Bonn, im Bonner Raum. Ja, ich bin aus NRW. Endet die Zeit von Isha bei dem zweiten Adhan von Fajr? Nee. Manche Gelehrte sagen, die endet in der Mitte der Nacht. Manche sagen, die endet nach zwei Drittel der Nacht. Manche sagen, die endet bis Fajr, aber warum zweite? Also der zweite Adhan in dem Sinne, dass jetzt der Fajr angefangen hat. Ja, genau. Das gibt es auch eine Meinung. Was hältst du von Dithi-Moscheen haben definitiv Fehler, aber man kann darin beten. Besser Sunna-Moschee gehen. Pierre Vogel abgedriftet? Weiß ich nichts von. Meinung zu was? Buch von Ibn Jauzi. Ja, gut. Welche Meinung folgst du? Takfir, Hukm, Scharia oder Asluddin? Wow, was ist das für eine Frage? Welche Moscheen empfiehlst du in Berlin? Kenne ich keine. Ich glaube, ich habe einmal in Berlin gepredigt, in einer Moschee. Ich weiß gar nicht, das ist bestimmt 10, 12 Jahre her oder so. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich war mal in Masjid Nur, war ich mal vor 10 Jahren, einmal. Ansonsten, ich kann mich echt nicht erinnern. Also, ich war schon öfters mal in Berlin, aber nicht so oft. Okay, inshallah, ich mache jetzt Schluss. Bald wieder in RND. Ja, inshallah, sehr bald. Welche Meinung folgst du? In welchem Bezug? Ja, ich weiß nicht. Also, da muss man die Brüder fragen hier, Islamquiz oder andere Brüder fragen aus Berlin. Ich kenne mich nicht aus in Berlin. Wenn ich meinen Bart wegmache, ist es haram. Bart zu rasieren ist haram, ja. Nach allen vier Rechtsschulen ist das Pflicht, ein Bart zu haben, beziehungsweise ist haram, Bart zu rasieren. Takfir, ob das Hukm Shar'i oder Asruddin ist. Ah, Bruder, große Themen. Große Themen, Bruder. Was ist das Buch, das Gebet des Propheten von Sheikh Al-Albani? Wie ist das Buch? Ist ein gutes Buch, inshallah. Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ist gut, inshallah. Hukm heißt Urteil. Inshallah. Liebe Schwester, ich habe gesagt, ich mache jetzt Schluss und ich muss echt Schluss machen, weil ich bin jetzt schon, ich glaube, 2,5 Stunden am Stück live und ich habe noch nicht Eschergebet, ich habe ja das Eschergebet leider verpasst in der Moschee. Deswegen, wir haben jetzt schon hier bei mir 1 Uhr. Deswegen, inshallah, ich mache mir jetzt Schluss. Ja, du lebst hier in Deutschland, das ist Haram, kaufst ihre Lebensmittel, bezahlst Steuern. Nee, du, ich lebe nicht in Deutschland und ich kaufe nicht gern Lebensmittel. Und das ist auch nicht haram, wenn ich es machen würde. Ja, Mann, oh Mann. Mensch. Mensch, Dieter. Sei doch mal gut drauf hier. Hast du den ganzen Koran gelesen? Okay. Was sagst du über die Aussage, dass Fursan Murji ist? Nee, ich sage, Fursan ist nicht Murji.
Hast du den ganzen Koran gelesen? Ich glaube, das hat jeder Muslim, oder? Dann hört auf zu heuchen. Okay. Alles gut, Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, beruhig dich, beruhig dich. Ja, wie ist deine Meinung zu Islam? Er hat gesagt, dass du ein guter Bruder bist. Also, meine Meinung ist, dass er ein guter Bruder ist, mashallah. Und Allah kennt jede Seele. Ja. So wie wir den Bruder kennen, ist ein guter Bruder, inshallah. Und Allah kennt die Herzen von jedem Einzelnen von uns. Möge Allah uns alle vergeben, uns alle recht leiten, unsere Sünden vergeben, uns nicht anders sterben lassen als Muslime. Ich wünsche euch eine gesegnete Nacht. Subhanakallah, hamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.